18 Uhr irgendwas. Und dann habe ich halt weitergeguckt und irgendwann schreibt Christi mir und dann sehe ich auf meinem Handy, es ist 20:40 Uhr und dachte so, hä, was? Und auf meinem Laptop stand 19:48 Uhr. Ja, wie lustig. Okay, wir sind jetzt aber zusammen. Wir haben ein Spiel, was sich selbst wieder auf 120 Minuten schätzt. Und ihr wisst, was bedeutet, wenn Spiele sich auf 120 Minuten schätzen. Und das ist kein Zweiteiler. Wir spielen das jetzt durch. Freunde, jeder von euch hat eine Rolle bekommen. Jeder von euch ist auf diese Rolle eingestellt. Ich bin voll und ganz Brigitte. Sowas von. Was? Du hast gesagt, nicht lesen. Überall stand nicht. Eure persönliche Rolle müsst ihr natürlich lesen, die ihr persönlich von mir. Nico, die ist bei dir in unserem Ordner Rollenspiel. Das sind fünf Sätze. Das sind fünf Sätze. Es ist doch wohl jetzt. Es geht ja schon großartig los. Ach, du hast mir keine Rolle geschickt. Ja, natürlich habe ich dir auch eine Rolle. Auf deinen eigenen Namen. Ich dachte, das war einfach nur der Deckel von der vom Spiel. Und hast. Oh Gott, ich raste aus. Also, herzlich willkommen. Wir sind heute zu einem fröhlichen Spieleabend zusammengekommen. Wir haben alle richtig gute Laune. Auch nach dem gestrigen Karnevalsabend haben wir so richtig gute Laune. Und wir spielen heute. Wir spielen heute Nightmare, das Thriller-Spiel von Norris. Uiuiui. Wer jetzt Norris, was hat denn Norris rausgebracht bislang? Eigentlich nur so. Krokoschnutenspiele oder Elefant, das mit diesen fliegenden Schmetterlingen und wir haben einen Kescher und fangen die. Die wollen jetzt aber mit Escape-Sachen richtig raushauen und deswegen haben sie jetzt dieses Escape-Game rausgesucht. Und wir haben, also wir sind fünf Geschwister. Das ist schon mal anstrengend. Wir sind fünf Geschwister? Ich glaube, wir sind fünf Geschwister und unser großer Bruder hat. Ihr seid meine Cousins. Vielleicht, wir sind eine Familie. Ist ja egal. Das werden wir auch gleich irgendwie rauskriegen. Also, wir werden uns aber dieses Spiel gemeinsam erarbeiten. Das ist nicht allzu schwer. Wir haben ja einige raffinierte Kaninchen unter uns, die in der Lage sind, hier dann die Spielanleitung mit uns nochmal durchzugehen. Wir werden verschiedene Elemente haben. Walter hat Gott sei Dank heute schon gebastelt, wie halt das Haus, in dem wir unterwegs sind, auszusehen hat. Ansonsten hätte ich nämlich hier Plättchen in die Kammer legen müssen, die ihr überhaupt nicht hättet lesen können. Also das habe ich einfach mal sein lassen. Deswegen, Walter hat einen schönen Spielplan designt. Ihr habt verschiedene Interaktionsanleitung in dieser in diesem Gesamtscan von mir bekommen und dann gibt es hier auch noch so Rollenanweisungen, immer wenn wir einen Raum betreten, dann müssen wir richtig toll Theater spielen, so hui, ist das lustig, müssen wir zum Beispiel sagen oder dementsprechend irgendetwas anderes. Das passiert dann. Ich kann das nicht lesen, das ist unscharf. Das weiß ich, dass deins ein bisschen unscharf ist. Ich habe überlegt, wer kriegt den unscharfen Text? Da dachte ich, Walter, der nörgelt am wenigsten. So, und das kriegst du noch hin. Ich hatte keinen Bock, das nochmal. Ich wusste, alle anderen nörgeln. Und deswegen hast du es und du kriegst es auch hin, bin ich mir ganz sicher. Tja, ich würde aber schön. An der Stelle, so. Ach, Fenja, du liest dir deine Rolle gerade noch durch. Nee, hab ich schon. Dann hole ich mir kurz noch was zu trinken. Ah, ich bin wieder da. Ja. Waren ja nur fünf Sätze. Super. Okay, aber deine Aufgabe ist es gleich. Wir werden halt dieses Spiel komplett von vorne nach hinten direkt, so wie es konzipiert ist, nochmal in den Blick nehmen, weil ich das vorher nicht mehr geschafft habe, dass du jetzt die Anleitung aufmachst und dann Seite 1 liest und dann gucken wir über Walters Bildschirm den Trailer und dann läuft alles hoffentlich irgendwie von alleine. Ich weiß es nicht. Die Anleitung, wo du geschrieben hast, brauche ich noch nicht angucken. Yes. Okay. Und die ist auch noch schief eingescannt, ich weiß. Sorry. Alles gut. Ja. Es hat nur alles noch nicht runtergeladen, weil ja, ich das nicht runtergeladen habe, als ich nicht zu Hause war. Hm. Ja, lustig. Und ihr so? Und du so? Ich habe Wasser da, das ist gut. Hast du immer noch so Durst, Alter? Was? Hast du immer noch so doll Durst? Ach ja, was war denn das? Bist du immer noch so krank? Ich bin, was heißt immer noch so krank? Ich hab immer noch, du hattest doch überlegt, ob es an den Tabletten lag, dass du so viel Durst hattest. Ich glaube, es lag doch am Knoblauch. Was ja, für Tabletten? Was für Durst? Ja, wir wissen da mehr als die. Ja, Walter hatte neulich gesagt, er hat so Durst. Er hat in der letzten Stunde 4 Liter Wasser getrunken, ob das wohl an seinen Tabletten liegt. Und dann habe ich ihn gefragt, was er gekocht hat. Nee, den roten Kapseln. Mhm. Dann hat Walter gesagt, er hat mit ein bisschen Knoblauch gekocht und damit war das Thema für mich eigentlich entschieden, für Walter noch nicht. Es war ein bisschen mehr Knoblauch, glaube ich. Ja, ja.
ich verstehe. So, okay, Walter, du hättest die Startseite auf. Trotzdem gebe ich jetzt mal an Fenja die Anweisung, Seite Nummer 1 jetzt uns zu präsentieren, damit wir startklar sind. Denn man kann alles von diesem Spiel quasi mitnehmen. Man kann den Spielplan auch auf... Wir müssen aber jetzt nicht auf nightmarehorrorgame.com. Nein, weil es ist, glaube ich, gut. Walter. Genau, wir werden die Seite über Zoom teilen, diese Seite. Was ihr aber machen solltet, der Plan, den Walter erstellt hat, wenn wir halt durch das Haus gehen, dass ihr den vor euch habt. Weil ich glaube, das ist dann wichtig. Amapo, wir sind aber im Baldrian, Teelose. Was genau das war für ist Nico, damit das beruhigt was ist. Genau ist das in der Anleitung, was ich vorlese? Weil den Anfang, wir lesen jetzt gemeinsam eine Spielanleitung vor. Ja, genau, aber es fängt halt an mit so Ereignis 1. Also ich lese richtig die Spielanleitung. Nein, 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 ganz oben. Das, was noch schief ist. Die erste Seite ist doch die erste Seite der Spielanleitung. Da steht Spielanleitung, Nightmare, der Thriller. Willkommen im Anwesen der Familie Crafton. Dankeschön, ja. Ja, der Familie Crafton. Der Familie, in der vor 15 Jahren 5 Menschen in einem Mörder zum Opfer fielen. Bis heute ist noch nicht geklärt, wer eure Eltern damals tötete. Findet gemeinsam heraus, was in der schrecklichen Nacht vor 15 Jahren geschehen ist. Unsere Eltern, meint ihr trotzdem, wir sind Cousins und Cousinen, ist gleich ja, so viel. Okay. Es sei denn, wir haben 5 Eltern. Okay, na gut. Soll ich weiterlesen? Ja, bitte. Oder so ein bisschen? Nein, 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 bis unten steht nicht mehr weiterlesen. Seht euch bestimmte Teile des Spielmaterials nur an, wenn ihr dazu aufgefordert werdet. Immer wenn ihr eine Karte nehmen dürft, solltet ihr genau und vollständig durchlesen. Richtet den Ort, in dem ihr spielt, her. Dunkelt den Raum ab, allerdings sollte das Spielmaterial noch sichtbar sein. Ihr könnt euch auch Kerzen anzünden oder die Taschenlampe auf eure Smartphones verwenden. Ihr solltet während des Spiels nicht abgelenkt werden, schließt die Tür und dreht euer Smartphone ab. Naja, also du kannst es verwenden und dann abstellen. Ja, nehmt die 10 Ortplättchen. Soll ich das auch lesen oder haben wir das schon gemacht? Nein, 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 alles lesen. Nehmt die 10 Ortplättchen und legt sie wie rechts abgebildet aus. Achtet dabei auf die Zahlen auf den Ortsplättchen. Stellt die Spielfigur neben Ortsplättchen 8. Nehmt die 56 Nightmare-Karten und legt sie verdeckt, ohne sie zu mischen, neben die Ortsplättchen. Das gleiche macht ihr mit den Ereigniskarten und den Rückblenden. Jeder Spieler nimmt eine Augenbinde und legt sie vor sich ab. Ja, das ist halt jetzt schwierig. Jeder benötigt einen Stift und Papier. Nicht enthalten. Legt die 5 Charaktere neben die Ortsplättchen. Der Umschlag verbleibt in der Schachtel, bis ihr dazu aufgefordert werdet, ihn zu öffnen. Ihr benötigt einen Computer oder ein Tablet, um die Web-Applikation zu starten. Besucht die Website www.nightmarehorrorgame.com. Gebt den Code DE198. Das ist geheim! Wählt Spiel starten. Startet den Prolog und folgt den Anweisungen nach dem Video. Das Spiel beginnt. Das Spiel beginnt weiter. Die Anleitung erst weiter, sobald ihr dazu aufgefordert werdet. Okay, ich bin bereit. Walter, du auch? Walter. Ja. Ich hab so, aber ich habe keinen Stift und Zettel. Das ja, das ist doch jetzt egal. Bist du sicher? Ja. Bitte für uns. Wir wollen sehen, was auf der Website ist. Wow. So könnt ihr sehen. Ja, Spiel starten. Ja, wir können das sehen. Walter. Wir danken dir von ganzem Namen. Aber wir hören noch nichts, ne? Wenn du was hörst, wir hören noch nichts. Okay. Prolog starten. Hinweise zum Spiel. Setzt den Bildschirm in Vollbildmodus, dreh die Lautstärke auf. Während des Spiels könnt ihr über das Zahnrad in der rechten oberen Ecke das Menü auf. Mhm. Alles klar, Walter, weißt Bescheid, ne? Hinweise 1. Tipp 1. Spielt im Vollbildmodus. Dann ist das doch wieder so blöd, wenn wir reden, dann wird doch der Ton die ganze Zeit leiser. Nein, aber das ist die ganze Zeit nur eine Uhr, die tickt. Das ist nicht so wild. Achso. Gott, das heißt, ich höre sie die ganze Zeit. Ja, wir hören sie ja wohl auch. Den Ton die Lautstärke mit uns aufdrehen, Leute. Los! Richtig laut. Das ist wehtut in den Ohren. Walter, hörst du was? Wir hören nichts. Ah doch, ja. Wir hören nichts. Ihr seid die jüngste Generation der aristokratischen Familie Crafton. Gemeinsam mit euren Eltern, Onkeln, Tanten und eurem Großvater Harry verbrachtet ihr eure ersten Lebensjahre in einem abgelegenen Anwesen, welches sich seit Jahrzehnten im Besitz eurer Familie befand. Eure Kindheit war von Leichtigkeit und Freude geprägt. Der Reichtum eurer Familie sorgte dafür, dass alle eure Wünsche erfüllt wurden. Doch alle guten Dinge müssten zu einem Ende kommen, genauso wie eure glückliche Kindheit vor 15 Jahren zu einem abrupten Ende kam. Ein Ende, das so abrupt, furchtbar und traumatisierend war, dass ihr es komplett aus euren Gedanken verdrängt habt. Nur einige wenige Bilder sind in euren Köpfen hängen geblieben. Das abgebrannte Gartenhaus,
unidentifizierbaren Leichen des Erwachsenen eurer Familie und der Polizeiautos, in denen ihr weggebracht wurdet. Der Fall wurde nie gelöst. Und das, obwohl ein Detail sehr auffällig war. Im Gartenhaus wurden nur 5 Leichen gefunden. Eines der Familienmitglieder musste den Anschlag überlebt haben. Die Ermittler vermuteten damals, dass einer der Erwachsenen die anderen in die Gartenhütte eingesperrt und diese dann angezündet hatte. Doch da die Leichen alle bis zur Unkenntlichkeit verbrannt wurden, war es unmöglich, ihre Identitäten festzustellen. Und somit auch nicht die Identität der Person, die entkommen konnte. Nach diesem tragischen Ereignis wurdet ihr von verschiedenen Pflegefamilien aufgenommen und habt mit der Zeit den Kontakt zueinander verloren. Diese 15 Jahre lange Pause wurde vor wenigen Tagen beendet, als jeder von euch einen Brief von Johnny, eurem Cousin, erhielt. Was ist das? Darin schrieb er, dass er nie den Mord an euren Eltern abschließen konnte. Er beschrieb darin auch eine von ihm entwickelte kriminologische Methode, die helfen könne herauszufinden, wer damals die schreckliche Tat vollbrachte. Allerdings fehlt ihm dafür ein wichtiges Puzzlestück. Eure verdrängten Erinnerungen. Deswegen bat er euch, an den Ort zurückzukommen, an dem die Dinge vor 15 Jahren ihren Lauf nahmen. Das Anwesen der Familie Crafton. Gerade steht ihr gemeinsam mit euren Cousins und Cousinen vor der riesigen Tür, die in die Eingangshalle führt. Nur eine Person fehlt. Johnny. Komisch. Denn Johnny schrieb in seinem Brief, dass er vor euch eintreffen würde, um das Anwesen vorzubereiten und euch dann draußen zu treffen. Ihr entscheidet euch, noch etwas auf Johnny zu warten. Da ihr euch vor 15 Jahren zum letzten Mal gesehen habt, solltet ihr die Wartezeit nutzen, um euch nochmals vorzustellen. Bereit? Jo. Der muss jetzt erstmal vor, oder was? Hier gibt's da keine schlaue Reihenfolge. Nein. Also ich glaube, du musst erstmal die Anleitung weiterlesen, bevor wir uns vorstellen, glaube ich. Okay. Immer wenn ihr eine von Johnnys Notizen findet oder eine Rückblende lest, könnt ihr dadurch etwas über die Charaktereigenschaften des Mörders bzw. der Verdächtigen rausfinden. Kreuzt dafür die passenden Felder in den jeweiligen Profil an. Ist eine Eigenschaft nicht eindeutig, könnt ihr das Feld in der Mitte ankreuzen. Mörder finden. Am Ende des Spiels werdet ihr das von euch angelegte Profil des Täters verwenden, um zu rauszufinden. Auf welcher Seite bist du, Fenja? Auf Seite... Ja, okay, Entschuldigung. Ich lese die gegenüberliegende Seite von Seite 1. Das ist leider Seite 4. Ja. Ja, okay. Entschuldigung. Moment. Da muss ich das erst nochmal drehen. Nochmal drehen. So, Seite 2, ne? Ja. Sorry. Jeder Spieler nimmt sich einen der 5 Charakter und legt ihn ungeöffnet vor sich ab. Wenn ihr zu viert spielt, nimmt Josephine einen zweiten Charakter, wähle Roy, Felix oder William. Stellt euch vor, lest nun eure offene Information auf der Rückseite der Charaktere laut vor. In den Texten findet ihr eine kleine Anweisung, wie zum Beispiel enthusiastisch vorlesen, die euch helfen, besser an euren Charakter zu schlüpfen. Wenn während des Spiels Charaktere miteinander sprechen, lesen die jeweiligen Spieler ihren Text vor. Lest jetzt eure geheime Information. Ihr dürft nun euren Charakter öffnen und euch die geheime Information genau durchlesen. Niemand darf diese Information während des gesamten Spiels preisgeben. Lasst neben dem Nightmare-Karten etwas Platz auf dem Ablagestapel. Zeig eine Karte, behalten, legt ihr sie, nachdem ihr sie gelesen habt, in den Spielbereich, zeigt eine Karte dieses Symbol nicht, legt ihr sie auf den Ablagestapel. Ihr dürft den Ablagestapel immer durchsuchen. Drückt nun bereit in der Web-Applikation, nehmt Ereignis 1, Stammbaum und seht ihn euch an. Führt die Anweisung unten auf der Karte durch. Okay, aber ich glaube, wir müssen uns erst vorstellen. Das haben wir ausgelassen. Yes. Ja. Yeah. Gibt es dafür eine Reihenfolge? Oder egal?
Gibt es dafür jetzt eine Reihenfolge oder egal? Weiß ich nicht. Ich hab... Ja, Achso, ich... Ja, also ich bin William, ein Journalist im Finanzbereich. Ich mache echten Investigationsjournalismus und verschwende meine Zeit nicht mit Klatsch über Filmstars oder Verschwörungstheorie. Wenn sich die Menschen bloß mehr um die Wirtschaft kümmern würden, ginge es uns allen viel besser. Meine besten Artikel habe ich immer geschrieben, nachdem ich Daten analysiert habe. Darum bin ich ein Meister. Und ich gehe davon aus, dass wir durch meine Fähigkeiten den Mord an unseren Eltern aufklären werden. Ja, das glaube ich auch. Achso, Christian. Nee, Entschuldigung, wer warst du nochmal? Oh. Schon 15 Jahre her. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass man Roy nicht hört. Wen hört man nicht? Ich hatte das Gefühl, der hat schon mehrfach was gesagt, aber nee. Ja, das ist richtig, Roy. Ja. Wenn du jetzt kommt nicht halt irgendwie... An. Roy. Roy, bist du da? Ich glaube, vielleicht ist Roy stumm. Vielleicht kann Roy nicht mehr reden. Das wäre jetzt... Vielleicht hat auch Roy einfach sein Mikrofon lautlos gemacht. Während des Videos. Und vergessen. Bist du noch da? Hallo? Ich habe mich schon gewundert, wieso ich mitten im Sass unterbrochen wurde. Könnt ihr ihn jetzt hören? Ich will nicht. Ja, witzig. Also. Roy Kraft. Walter, du bist nicht gemutet. Ist gut jetzt. Ist gut, William. Mist. Egal. So. Wofür sollen wir uns eigentlich vorstellen? So ein Quatsch. Aber gut. Ich bin Roy. Ich bringe gerade eine Ausbildung zum Detektiv. Vielen alten Filmen. Nur die Lupe habe ich noch nicht. Ich schaue mir alle Details an, denn alles kann wichtig sein. Aber wie gesagt, in Ausbildung. Eigentlich bin ich Parkplatzwächter. Aber bald. Hey, wieso lachst du? Heute werde ich euch zeigen, was ich drauf habe. Hoffst du lachen, Josephine? Ja, ich bin Josephine. Ich bin ein freier Geist, eine Schwester, ein Lebewesen. Ich habe mein Leben der Spiritualität verschrieben. Die Gesellschaft mit ihren Normen kann mir gestohlen bleiben. Geld und Karriere zählt nie zu meinen Zielen. Und wenn man so mitbekommt, wie wir von der Regierung überwacht werden, nein, danke. Ach, reißt euch von materiellen Zwängen los. Befreit euren Geist und lasst die bösen Dinge in eurem Leben hinter euch. Lasst uns nun dieses furchtbare Ereignis gemeinsam durchstehen, auch wenn wir die Morde an unseren Eltern niemals abschließen werden. Ich sehe das ganz anders. Ganz anders. Ich bin übrigens Felix und ich habe meine Liebe zu Antiquitäten und Relikten zu meinem Beruf gemacht und bin Gutachter geworden, Freunde. Ich rede ja nicht von Trödel, die man heutzutage auf jedem Flohmarkt sieht, sondern von diesen unglaublich klassischen Werken. Die kennt ihr bestimmt alle. Richtig tolle Sachen. Ich kann einfach nicht aufhören, daran zu denken. Wirklich. Setz mich vor ein Gemälde und ich kann es stundenlang anschauen. Aber zurück zum Grund, warum wir eigentlich hier sind. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam Johnny helfen können, um diese Tragödie aufklären werden. Okay. Und Brigitte? Echt jetzt? Ich soll mich vorstellen? Wenn ihr jemals eine Zeitung gelesen hättet, dann wüsstet ihr ganz genau, mit wem ihr es zu tun habt. Ihr Affen. Ach, ich bin die jüngste Gehirnchirurgin dieses Landes. Ich muss mich hier niemandem vorstellen. Ich bin noch nicht so lange in meinem Job, aber ich habe schon jetzt die höchste Überlebensrate dank meiner ruhigen Hände und meiner Nerven aus Stahl. Ich halte mich eisern an mein Motto. Wenn man etwas wirklich will, dann kann man es auch schaffen. Ich werde sicherlich in kürzester Zeit herausfinden, wer unsere Eltern getötet hat. Roy, Bruderherz, würdest du mal kurz meine Tasche halten? Roy? Die Tasche? Dankeschön. Okay. Scheinbar sind wir alle mega unsympathische Menschen. Und ich würde dann mal gucken, wo das her resultiert. Ihr wisst ja, wir dürfen einen Blick auf unseren Stammbaum werfen. Den habt ihr in eurem Hirn drin. Ich kann euch auch kurz unseren Stammbaum zeigen.
zeigen. Aber ich glaube, wenn wir alle hin und her teilen, ist das schwierig. Okay. Soll ich einfach unseren Stammbaum anmachen? Ich würde jetzt... Kleine Ding da? Also du solltest zumindest nicht aus dieser Seite, sonst müssen wir uns den Anfang wieder anhören. Also ich brauche ihn nicht, ich habe ihn selber auch. Wieso? Ich muss doch nur auf bereit machen, oder nicht? Okay. Ja, ja, genau. Der Stamm. Ja. Das würde ich jetzt tun. Ah, William, du bist übrigens mein Bruder. Ach, Sophie, jetzt erinnere ich mich wieder. Okay, wir wissen jetzt immer noch nicht, was wir machen sollen, ne? Ich dachte, das wäre unser Stammbaum, der jetzt angezeigt wird. Nein, der Stammbaum der wird nicht unter bereit PDF, gezeigt. Deswegen hatte ich das selber vorgeschlagen, weil ich das PDF auf habe und die ganze Zeit schon gedreht habe. Okay, so. Okay, die Zeit läuft schon, aber dann lies doch noch mal vor, Josephine, was jetzt. Also ich kann das ja mal erzählen. Also es gibt Harry und Maria Crafton. Das sind die großen. Es gibt keinen Pause-Button. Hallo. Es gibt Harry und Maria Crafton. Das sind unsere. Aber das kann doch jeder sehen. Jeder hat doch diese Datei. Das ist doch, ja. Den musst du jetzt nicht beschreiben. Wir müssen, glaube ich, beschreiben, wie es jetzt weitergeht, weil die Zeit läuft, dass du vielleicht die Anleitung dir nochmal anguckst. Wir haben das vor uns, aber in den Spielbereich. Nehmt dann die Nightbear-Karte 8 Eingang vom Stapel und lest sie. Okay, ihr müsst die andere Karte. Silvia fragen nach der Anleitung. Ihr müsst. Den braucht, den hat ja jeder. Okay, ihr müsst jetzt in dieser anderen Datei, die ich euch geschickt habe, gucken. Und zwar in Part 8. Da steht Eingang. Und das lesen wir jetzt mit verschiedenen Rollen vor. Und dann drücken wir auf Bereit. Seite 8. Eingang. Szenen für Räume. Dreht das Ortsplättchen um und setzt die Spielfigur drauf. Eine halbe Stunde ist vergangen und Johnny ist immer noch nicht da aufgetaucht. Josephine, du musst jetzt lesen. Ja, ich bin halt noch nicht auf Seite 8. Ich ahne nicht. Wieso denn auf Seite 8? Ja, Leute, was ist hier los? Seite 8 Spielszenen für Räume. Leute, was ist hier los? Johnny sagte doch, er würde hier auf uns warten. Irgendetwas stimmt nicht. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, da war jemand am Waldrand. Jemand beobachtet uns. Das glaube ich nicht, Schwesterherz. Wer würde denn hier etwas suchen? Das Anwesen ist seit Jahren verlassen und niemand wohnt hier. Man sieht auch sofort, warum. Einfach ein hässliches, altes Gebäude. Es würde Millionen kosten, das Anwesen zu renovieren. Ich bin mir sicher, dass Johnny drin auf uns wartet. Sollen wir ihn suchen oder uns vorher noch etwas umsehen? Anleitung, Fenja, Josephine. Ja, ich muss nur jedes Mal jedes einzelne Seite noch in der Anleitung drehen. Entschuldigung. Und da ich vorher nicht weiß, was kommt, kann ich das nicht vorbereiten. Alles, wow, wir sind jetzt schon ein bisschen aufgelöst in diesem Haus. Während des Spiels durchsucht ihr gemeinsam das Anwesen nach Spuren, die zum Mörder eurer Eltern führen. Ihr habt aber auch nur eine beschränkte Anzahl an Aktionen zur Verfügung. Wählt also weise, welche Dinge ihr euch ansehen wollt und welche nicht. Wenn ihr in der Webapplikation eine Anweisung erscheint, führt sie sofort durch, bevor die restlichen Aktionen durchführt. Jede Aktion gliedert sich in zwei Phasen. Erste Phase, Spielfigur bewegen. Ihr dürft die Spielfigur auf ein beliebiges, aufgedecktes Ortplättchen bewegen. Sie darf auch an den Orten bleiben, an denen sie sich gerade befindet. Zweite Phase, Aktion durchführen. Wählt nun eine der Aktionen. Entweder eine Ecke des Ortes durchsuchen oder einen neuen Ort betreten. Eine Ecke des Ortes durchsuchen. Wählt eine Ecke des Ortplättchens, auf dem sich die Spielfigur gerade befindet und stellt sie dorthin. Drückt auf Aktion in der Webapplikation. Nehmt die zu gewählte Ecke gehörende Nightmare-Karte aus dem Stapel, die die passende Zahl und den passenden Buchstaben zeigt. Seht euch die Szene genau an und lest den Text laut vor. Beispiel, wenn die rechte obere Ecke von Raum 7 durchsuchen wollt, drückt ihr auf Aktion in der Webapplikation und nehmt dann Karte 7 und dann B, weil B rechts oben in der Ecke steht. Einen neuen Ort betreten. Das ist die zweite Option bei Aktion durchführen. Ein verdecktes Ortplättchen dürft ihr nur dann erkunden, wenn sich die Spielfigur in einem benachbarten Ort befindet und diese beiden Ortsplättchen durch eine Tür verbunden sind. Drückt auf Aktion in der Webapplikation, nehmt die zum Ortplättchen passende Nightmare-Karte aus dem Stapel und lest sie laut vor. Manche Türen sind zu Spielbeginn versperrt. Wenn ihr euch versucht, durch eine versperrte Tür zu gehen, müsst ihr die Nightmare-Karte zurück in den Stapel legen. Das kostet euch auch eine Aktion. Also versucht, eine verschlossene Tür erst dann zu öffnen, wenn ihr einen passenden Schlüssel gefunden habt. Beispiel. Wenn ihr die Eingangshalle erstmals betreten wollt, drückt ihr Aktion in der Webapplikation und nehmt Karte 7. Wählt nun eure erste Aktion.
Okay, habt ihr das, was Roy uns vorhin geschickt hat, diesen Ortsplan? Das wäre sehr wichtig, dass ihr ihn habt. Und falls uns wer zuguckt, das kann man auch auf Insta, auf jeden Tag Krimi, kann man auch diese Ortskarte sehen. Just saying. So, Eingang ist jetzt wo? Wo sind acht. Wir sind bei 8. Ja. 8 A, B, C, D. Wollen wir davon was nehmen oder wollen wir direkt die Tür öffnen? Sicher, dass wir nicht bei 7 sind? Wir sind doch schon drin. Nein, wir sind noch nicht drin. Wir haben eben den Eingang, wir haben eben 8 vorgelesen. 8 Eingang haben wir vorgelesen. Und das ist die Karte, die wir jetzt... Das Bild, was man bei Walter, bei Roy sieht... Ich habe viel zu früh auf bereit geklickt. Ganz genau, das ist unser Problem. Aber das macht ja nichts. Also wir sind jetzt in 7. Achso, wir sind jetzt in 7. Was? Wir sind nicht in 7. Okay. Wir sind in 8. Oder wollen wir 8 außen vor lassen und einfach in 7 reingehen? Nein, nein. Mhm. Ich bin für 8a. Linksrum ist immer schöner als rechtsrum. Ja, ich bin auch für 8a. Aber wir sind doch, aber 7 haben wir doch noch gar nicht. Wir sind ja auch noch gar nicht in 7. 8 ist doch, guck mal auf deine Karte, 8 ist doch vorm Haus. Okay. Okay, 8a. Ich glaube, das ist eine Aktion. Wir müssen, nee, wir müssen vorm Haus, glaube ich, noch nicht auf Aktion drücken. Erst wenn wir drin sind, müssen wir das machen. Ich bin aber auch ein. Was sagst du mir denn, William? Du hast keine Ahnung von Leben. Was hast du denn bisher geschafft? Ja, ich habe schon richtig viel Geld verdient. Was? Womit denn, William? Womit denn? Mit ganz vielen Leuten. Ich möchte gar nicht drüber reden, aber ich sag euch jetzt, was ich hier sehe. Nein, das müssen wir noch nicht. Das müssen wir erst, wenn wir im Haus sind. Es ist einfach so, dass Roy, glaube ich, ein bisschen zu schnell bereitgedrückt hat. Ja. Ja. Also. Roy hat das alles richtig gemacht. Richtig gut auch. Ein riesiger zerbrochener Blumentopf ziert den Teil neben dem Eingang zum Anwesen. Als Josephine sieht, wie viel Moos sich am wertvollen Marmor angesammelt hat, erinnert sie sich an den Rosenstrauch in diesem Topf, den sie früher pflegte. Nichts davon ist übrig geblieben. Plötzlich bekommt Josephine eine Erinnerung. Sie legt ihre Hand auf ihren Mund, während sie auf die Tür sieht. Josephine nimmt sich Rückblende 2 und liest sie laut vor. Siehst du in dem oberen Dings. Achtung, ihr habt nur eine beschränkte Anzahl an Aktionen zur Verfügung. Wählt weise. Steht danach. Also ich finde, wir machen uns jetzt erstmal einen guten Plan. Felix, was wäre denn so ein Plan? Ich weiß nicht, aber wir sollten drüber reden erstmal, bevor wir jetzt so impulsiv loshandeln. Aber wir haben ja jetzt die Säule gerade angeguckt. Da muss ja Josephine was zu sagen zu ihrer Blumenrosenzucht von früher. Ja, aber dann sollte Josephine sich erstmal ganz genau Gedanken machen, was sie machen möchte. Bloß nicht zu schnell handeln. Josephine macht sich Gedanken. Josephine, du kannst ganz, das sind die schwarzen. Anna bat mich nämlich, den Rosenbusch zu pflegen. Doch ich wollte nicht, denn ein echter Reporter war auf dem Anwesen und wir waren alle total aufgeregt. Aber Mama wollte nicht, dass wir ihn bei seiner Arbeit unterbrechen. Sie war etwas althergebracht. Und plötzlich hörten wir Onkel Richard schreien. Der Schrei war viel lauter als bei den üblichen Anfällen. Die Vordertür brach aus den Angeln und Richard warf den Reporter gegen einen der Übertöpfe. Ich hörte ein schreckliches Geräusch und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob es vom Zerbrechen im Blumentopf oder vom Aufprall des Reporters kam. Meine Mutter war kreidebleich und sich sofort sicher, dass der Reporter tot war. Als er wenig später wieder zu sich kam und ich die Angst in seinen Augen erkennen konnte, ergriff mich die Panik. Ich erinnere mich nur mehr, wie Richard ihn nochmal anschrie und ihm die Leviten las. Als der Reporter den Baseballschläger in Richards Hand erkannte, nahm er seine Beine in die Hand und rannte so schnell er konnte. Das ist ja eine furchtbare Geschichte, Josephine. Wo stand die? Das ist einfach das, was Josephine in ihrem Kopf hat. Rückblick ist ganz hinten, das sind die schwarzen hinter den roten Ereignissen. Auf der ersten Datei. Ach so, aber wollen wir nicht jetzt einfach mal ins Haus reingehen? Weil so viele Aktionen, oder ich weiß nicht, vielleicht können wir vor der Tür jetzt auch erstmal alle Aktionen machen. Das weiß ich nicht. Ob die Aktionen erst gelten, wenn wir im Haus sind. Das ist nicht mein Metier. Ich kann das nochmal kurz erörtern. Okay. Also wir können jetzt wir können schon weiter Aktionen machen, wenn wir wollen würden. Wir können auch erstmal einfach in die Eingangshalle gehen. Ich glaube schon, dass wir am Anfang einfach mal wählt nun eure erste Aktion. Entweder
ein Spielplättchen versetzen oder halt eine Ecke durchsuchen oder einen neuen Ort betreten. Und aber ja, es hat ja auch so gruselig, dass die Uhr tickt und bommelt, aber nicht weitergeht. Ja, aber an sich wurde ja noch nicht in der Anleitung gesagt, dass wir jetzt auf bereit drücken sollen. Deswegen glaube ich, dass die erstmal so ein Intro sind und kostenfrei sind. Weil sonst dreht sich die Uhr immer automatisch um 5 oder 10 Minuten nach vorne. Seit 2 und 5 drückt nun bereit in der Webpublikation. Okay, also sind wir da. Okay. Ja, deswegen habe ich da drauf gedrückt, weil es da stand. Gut. Ja, jetzt stand hier nur, wählt nur eure erste Aktion. Und auf Seite 4, ich kann ja jetzt noch mal weiterlesen. Das habe ich ja vorhin schon gelesen. Auf Seite 4 steht wieder das, wie man jetzt die Profile ausfüllt. Und wie man den Mörder findet am Ende des Spiels. Ja, also ich glaube, man muss ja halt diese Profilkarten ausfüllen. Habe ich die auch? Nee. Die füllt Brigitte aus, oder? Nö, das sind ein... Klick doch mal auf Aktion, Roy. Dann geht nur die Uhr nach vorne. Es passiert nichts. Nur die Uhr geht nach vorne. Echt? Ja. Ja, man muss halt jedes Mal Aktion drücken, wenn man eine Aktion macht. Aber wir sehen ja, wir sind gerade drinnen. Und noch sind wir ja draußen. Das heißt... Dort kann man vielleicht wirklich erstmal diese 4 Aktionen machen. Ich glaube, da kann sich jeder von uns jetzt einmal erinnern. Und. Ach so. Ja, fände ich auch gut. Leute. Nee, finde ich voll gut. Hey, was machst du? Warum hast du die Musik ausgemacht? Weil ich glaube, für Ticken dich war. Hört aber nicht auf. Das ist ja auch der Sinn des Spiels. Weil ich glaube. Mir egal, ich will das Ticken stoppen. Die Lautstärke ganz laut machen. Ich Ticken. Glaube, wir werden auch arg noch überrascht von dem, was uns der Hintergrund hier bietet nachher. Aber gut. Können wir mal kurz besprechen, wo du das gerade her hattest, dass ich Rückblende 2 lesen musste? Du hast ja, der Blumentopf wurde ausgewählt von William. Der hat ja gesagt, wir gucken uns das an. Und ich habe hier zu den bestimmten Orten dann so Karten, die habe ich euch nicht eingescannt. Aber das haben wir nicht, okay. Nee, das habt ihr nicht. Nee, okay. Richtig. Weil das lass uns war dann mal zu C war einfach ein bisschen gehen. Überfordert. Okay, dann gehen wir mal zu C, alles klar. Ja, gerade hat William gesagt, er will der Reihe nach vorgehen. Warum machen wir das denn jetzt durcheinander? Naja, B und C ist doch auch eine Reihenfolge. Ja, aber gehen wir erst zu C. Wir gehen wieder zum Eingang und dann gehen wir erst ins Haus. Was ist doch gerade bei A. Warum machen wir denn nicht B? Weil da muss ich ja erst, ich finde, erst nach hinten und dann nach rechts. Wir haben nur 4 Aktionen. Wir kriegen das auch so hin. Ich bin mir ganz sicher. Ich habe das sowas von in meinem Kopf. Wir gehen jetzt hier auf C. So. Nur mit etwas Anstrengung gelingt es euch, den Briefkasten zu öffnen. Der Postbote muss wohl etwas von der Tragödie vor 15 Jahren mitbekommen haben. Der Briefkasten ist so gut wie leer, bis auf eine Ausgabe des Pistolen- und Muni-Magazins, adressiert an Richard Crafton. Außerdem findet ihr nichts. Achtung, ihr habt nur eine beschränkte Anzahl an Aktionen zur Verfügung, wildweise. Okay, wahrscheinlich sind das echt schon Aktionen, sonst würde das nicht so stehen. Wir haben noch B und C. Schummeln wir weiter und gehen mit B weiter? Hast du jetzt D gelesen? Wir haben B und Nein, D. Nein, C habe ich gelesen. B und D haben wir noch. Dann können wir jetzt erst zu D gehen. Aber da ist doch nichts. Das ist doch einfach nur eine Stele. Da rechts sind doch eher so Fenster aufgebrochen. Und dann mach B. Also wenn wir jetzt uns entscheiden müssen, weil wir nicht so viele Aktionen dürfen. Ja, dann. Nee, noch dürfen wir ja alle. Noch dürfen wir alle und dann merken wir vielleicht, wie das Spielprinzip ist. Okay, B ist, die Stufen zum Anwesen sind mit Holzbrettern übersät. Sie haben schon bessere Jahre gesehen. Nägel ragen aus den Brettern heraus. Sie sind noch nicht verrostet. Diese Bretter müssen kürzlich vor der Tür abgenommen worden sein. Hat Johnny das getan? Ist er im Haus? Oder war es wer anders? Johnny. Achtung, ihr habt nur eine begrenzte Anzahl von Aktionen zur Verfügung. Okay, und die letzte lese ich auch noch vor. Das ist nämlich dann D und da steht... Ihr seht euch die Steinsäule aus der Nähe an. Auf einer Seite ist das Familienwappen der Craftons eingraviert. Früher stand das Wappen, das einen Turm auf der Spitze eines Berges zeigt, für Stolz und Reichtum. Im Laufe der letzten Jahre hat das Wetter seine Spuren an der Gravur hinterlassen. Die Buchstaben des Wortes Crafton sind schon fast nicht mehr erkennbar. Das Wappen ist für die Außenwelt wohl genauso in Vergessenheit geraten, wie eure Eltern es sind. Okay, also Richard, der mit dem Blumentopf da und der den Reporter niedergeschubst hat und der auch das Waffenmagazin abonniert hat, das ist ja auf jeden Fall der Vater von Roy und Brigitte. Nur mal so für Kontext. So, wir haben gar nicht die gleichen Eltern. Nee, das wollte ich ja vorhin erzählen, das durfte ich ja aber nicht. Aha. Genau. Brigitte und ich, wir sind nämlich Geschwister. Genau, und William und ich auch. Richard und Patricia. Aber ich glaube tatsächlich, Ereignis 1 dürft ihr euch noch gar nicht angucken.
Aber wir vorhin hat es doch geheißen, wir dürfen den Stammbaum angucken. Der Stammbaum ist Ereignis 1. Genau, den Stammbaum dürft ihr angucken. Seite 2 der Anleitung. Also und dann wollte ich ihn mit euch und dem Chat teilen, ja, aber und dann ja immer, durfte ich das nicht. Im Laufe des Spiels treten ihr diese Ereignis ein. Seite 2 heißt quasi, also da steht quasi... Achso, ihr meint jetzt nicht Ereignis 1. Nee. Okay. Achso doch, ich meine Ereignis 1. Aber der Stammbaum ist schon für alle offen. Ich kann mich noch an Mama und Papa, an Oliver und alle erinnern. Wir wissen ja, wer unsere Eltern sind. Okay, ja, ihr habt recht. Okay. Und da steht jetzt nämlich auch, dass wir in den Eingang gehen. Und das haben wir ja gemacht. Okay. Jetzt gehen wir doch mal wirklich rein. Jetzt gehen wir doch mal wirklich in die 7 rein. Jetzt guckt euch das doch mal an. Okay? Und dann könnt ihr noch mal gucken hier. Wir sind in der 7. Das ist wieder für alle. Da ist für alle wieder was dabei. Konzentriert euch. Wo sehen wir das denn? Ich würde D sagen. Auf Seite 7. Entweder D oder A ist auf jeden Fall was. Ich würde bei der Tür anfangen. Wir gehen ja auch in der Tür rein. Wir müssen erstmal doch erstmal die Szene lesen. Hä? Dreht das Ortplättchen um und setzt die Spielfigur darauf. Der Boden ist mit einer riesigen Staubschicht bedeckt, in der ihr Fußabdrücke erkennen könnt. Fühlt ihr das auch? Es fühlt sich so an, als würden wir wieder nach Hause kommen. Wo liest ihr das denn jetzt? Auf Seite 7. Die zweite PDF auf Wissensrauschen, Spielszenen in den Räumen. Ich kann mich an so viel erinnern. Man kann die Geschichte dieses Anwesens so richtig fühlen. All die Generationen, die vor uns hier waren. Oh, wir sollten mal gut aufpassen, wenn wir den Fußspuren folgen sollten. Sollten wir Johnny schnell finden. Ich würde nicht davon ausgehen, dass diese Fußspuren unbedingt Johnnys sind. Ein guter Detektiv denkt immer an alle möglichen Optionen. Und was zum... Die Tür zum Arbeitszimmer ist geschlossen. Du musst Eisenschloss, geh auf. Da ist ein Umschlag auf der Türmatte. Öffnet den Umschlag und liest die Willkommensrede, die Johnny vorbereitet hatte. Wo ist der Umschlag? Habe ich einen Umschlag? Ah, wenn nicht, okay, kann ich ihn auf jeden Fall nicht lesen. Ich habe noch einen Umschlag hier liegen. Mit so crazy. Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe einen Umschlag. Puh, oh Gott. Kennst du den schnell für mich ein? Alter, oh Gott. Sie kann es doch einfach lesen. Ja, ich werde es aber euch gleich auch. Okay. Also lesen kann sie doch als Top-Chirurgin. Liebe Cousins und Cousinen, liebe Brüder, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ich bin glücklich, dass wir es alle geschafft haben. Denn nur so werden wir herausfinden können, wer unsere Eltern getötet hat. Es ist schon lange her, seit wir uns gesehen haben. Deswegen möchte ich mich nochmal vorstellen. Ich bin Johnny, der Sohn von Iris und Bruder von Felix. Ich bin mir sicher, dass ihr genauso wie ihr noch immer unter den traumatischen Ereignissen von vor 15 Jahren leidet. Und wahrscheinlich habt auch ihr Erinnerungen von diesem grausamen Abend verdrängt, aber ich habe euch eingeladen, weil ich hoffe, dass wir die Erinnerungen gemeinsam zurückholen können. Durch eure Hilfe möchte ich meine Ermittlungen voranbringen. Ich habe diesen Fall genau analysiert und habe schon viele Details über die Psyche des Killers herausgefunden, aber ich brauche eure Hilfe, um die Lücken zu füllen. Vieles ergibt Sinn, aber manches auch nicht. Ich möchte euch nun kurz erklären, wie dieses Wochenende ablaufen wird. Ein ganzes Wochenende. Als Kriminologe habe ich eine Methode entwickelt, die sich auf Charaktereigenschaften stützt und versuche so, die Motive und die Identität des Täters herauszufinden. Stellt es euch einfach so vor, ein gut organisierter Mörder würde nicht plötzlich zum Messer greifen und zustechen. Ein chaotischer Mörder schon. Indem wir gemeinsam die Eigenschaften und die Details der Tat rekonstruieren, werden wir auch herausfinden, wer die Erwachsenen der Familie Crafton getötet hat. Ich habe schon Profile der Verdächtigen angelegt, aber ich brauche eure Hilfe, um sie auszufüllen. Nehmt nur die Profile aus dem Umschlag und legt sie auf den Tisch, sodass jeder sie gut sehen kann. Passiert gleich, bekommt ihr gleich. Das sind die Profile der Verdächtigen, die noch in der Polizeiakte als solche geführt sind. Ja, ganz recht, die Verdächtigen sind unsere Eltern. Richard, Patricia, Oliver, Anna, Iris und Großvater Harry. Indem wir eure Erinnerungen wieder freilegen, können wir hoffentlich gemeinsam die Charaktereigenschaften der Verdächtigen rekonstruieren und auch die des Mörders. Ich werde euch mehrere Objekte im Anwesen zeigen, die eure Erinnerungen zurückbringen sollen. Alle diese Objekte stehen für gegensätzliche Charaktereigenschaften, die euch zum Nachdenken bringen sollen. Hoffentlich gelingt es euch, durch diese Objekte die Charaktereigenschaften des Mörders herauszufinden und so am Ende zu ermitteln, wer schuldig ist an dem schrecklichen Mord. Gibt es weitere Fragen? Lest nun Seite 4 der Spielanleitung.
Habe ich schon gelesen. Ja, du jetzt. Habe ich schon vorgelesen. Okay, gut. Was steht da am Ende? Wenn man den Mörder findet, muss man halt diese Karten benutzen. Nicht, wie man weitermachen soll. Lies diese Anleitung erst weiter. Achso, das ist Seite 1. Wählt nun eure nächste Aktion. Ja. Ja, jetzt sind wir sind ja in der Eingangshalle. Das heißt, wir können da jetzt... Ja, wir können entweder in eine Ecke durchsuchen oder einen Ort betreten. Also... In der Eingangshalle an sich ist ja außer, dass rechts so Blumen stehen, aber ich finde links, könnt ihr, also seht ihr das in C? Ja. In C, in da C. ist irgendwie sowas offen. So ein Sicherungskasten oder so. Da würde ich gerne reingucken. In der Eingangshalle in C. Ah ja. Kommt sofort. Ja, gut. Oder? Gut. Also das ist das Einzige, was ich so ein bisschen interessant finde. Oder da aber jetzt müssen wir einmal auf Aktion drücken, auf jeden Fall. Was? Wir haben einen Kleiderständer, wir haben komische Blumen, wir haben oben rechts... Wie viele Aktionen haben wir? Das wissen wir nicht. Okay. Nicht unendlich. Ja. Aber wir dürfen nicht in jedem Raum jede Aktion machen. Naja, aber es liegt ja... Ich würde auch auf jeden Fall da anfangen, wo du sagst. Vielleicht ist das ein Schlüsselkasten oder sowas. Ja, genau. Und ansonsten oben rechts scheint irgendein Bild an der Wand zu hängen. Das wäre bestimmt irgendwie spannend. Ja, aber ich finde die anderen Räume viel spannender. Also da sind ja so richtig so Schreibtische und Schubladen. Und in dem einen Raum ist Blut. Siehste, dann lass uns hier nicht irgendwelche Wände angucken. Also Sicherungskasten ja, aber dann sollten wir weitergehen. Aber wir, also eigentlich, wenn wir hier im Haus sind, dann wissen wir gar nicht, wie das andere Haus aussieht. Ne? Das ist jetzt nur dank der großen Fähigkeiten von Roy, dass er uns die Skizze gemalt hat. Alles okay. Gut. Mach weiter. Okay, was möchtet ihr? Drück jetzt mal Aktion. Hast du Aktion gedrückt? C. Nee, soll ich? Ja. Oh Gott, wie schön. Okay. Neben der Eingangstür befindet sich ein Schlüsselkasten aus Metall. Roy versucht, das Arbeitszimmer mit Hilfe dieser Schlüssel aufzusperren, doch keiner passt. Er wirft sie frustriert auf den Boden. Brigitte dreht sich um und mustert den Schlüsselkasten. Dunkel kann sie sich erinnern. Brigitte nimmt Rückblende 6 und liest sie vor. Wir werden jetzt in 10 Minuten rausgekommen. Ach du Scheiße. Könnte sein, dass wir vielleicht bis 10 Uhr Zeit haben. Oder bis Mitternacht. Das wäre ein bisschen viel, ne? Natürlich ist der Schlüssel nicht in der Box. Sie haben ihn woanders versteckt. Ich erinnere mich, wir spielten Fangen und ich lief ins Haus, mitten in die Arme eines Polizisten. Tante Anna zog mich rauf von ihm weg und signalisierte mir, dass ich still sein sollte. Ich hatte Angst. Doch meine Mutter, Patricia, sagte mir, dass alles gut werde. Der Polizist sei nur wegen irgendeiner hirnrissigen Sache da, die Oliver und Anna ausgebrütet hatten. Jeder wirkte nervös, als Oliver den Polizisten durch das Anwesen begleitete. Meine Mutter bis an ihren Fingernägeln, als er Oliver bat, den Keller begutachten zu können. Als er wenige Minuten später wieder nach oben kam, wirkten alle unsere Eltern allerdings sehr beruhigt. Dann wollte der Polizist das Arbeitszimmer sehen. Oliver bat Anna, den Schlüssel aus der Keksdose zu holen. Sie kam mit dem Schlüssel zurück und bot dem Polizisten einen Keks an. Die habe ich selbst gemacht, sagte sie. Meine Mutter rollte ihre Augen. Ja, der Keks wird uns sicher retten, brabbelte sie vor sich hin. Als ich sie fragte, was sie damit meinte, ignorierte sie mich einfach. Schreibt ihr euch sowas jetzt schon mit? Nee, das machst doch du. Felix, da bist doch du für bekannt, oder? Ja, aber ich weiß nicht so genau, was ich davon mitschreiben soll. Das ist halt so... Aber haben wir jetzt da irgendwo auch eine Keksdose, die wir irgendwie da in dem Raum sehen? Nein. Okay. Also ich habe einfach gerade keinen Bock, das am Handy zu machen. Habe mein iPad auch gerade nicht hier. Deswegen schreibe ich mir gerade die Profile ab, um die auszufüllen. Okay, ja, das mache ich am Rechner. Ja, okay, aber machst du das für... Dann können wir das ja einfach zusammen besprechen, dann muss ich das jetzt nicht alles abmalen. Das wäre super. Ich habe das Klicken ausgekriegt. Okay, also dann ist auf jeden Fall Richard ja auf jeden Fall impulsiv. Ja, dann warte noch mal kurz.
Wo ist denn das? Wo habt ihr das? Ich lade die kurz runter und dann öffne ich sie. Und dann. Das ist jetzt das, was ich neu geschickt habe, die Profile in die Gruppe. Ja, ja. Achso. Vielleicht kannst du das eine noch mal schicken. Ich kann nicht mal lesen, wer das ist. Ach, Walter kann's lesen. Siehste? Das ist auch nur ein bisschen schief. Ist, Gutren? Nee, das ist... Ja, ich könnte jetzt auch per Ausschlussprinzip das gucken, wer es ist. Nee, aber... es ist nicht ihre. So. Ich glaube so, ne? Patricia. Ja, ich hab's nochmal geschickt. Sieht man doch. Kennst du sie gar nicht mehr wieder? Nein, die kenne ich überhaupt. Ich kenne da überhaupt keinen von. Ich kenne da gar keinen von, William. Das ist einfach einer von unseren Eltern, die anderen umgebracht hat. Ja, was ist so? Unsere Geschichte, Josephine, es ist so. Einer von unseren Eltern hat die anderen umgebracht. Ja, ja. Da sind wir uns sicher. Ja, und der. Genau, eine Leiche wurde nicht gefunden. Deswegen. Meine Eltern waren es definitiv nicht. Deswegen füllt man ja diese Profile aus, Felix, damit man dann am Ende sieht, also das auf den Täter übertragen kann. Wenn man das vergleichen kann. Ja. Woher genau wissen wir jetzt, wie wir diese Profile ausfüllen? Naja, wir wissen, dass Richard, wir wissen was über Richard, dass er, und zwar, dass er einen Reporter in den Blumentopf geschmissen hat und ihn danach mit einem Baseballschläger verdroschen wollte. Deswegen gehe ich davon aus, dass er eher impulsiv unterwegs ist. Nur so meine Meinung. Das ist auf jeden Fall richtig, Josephine. So. Wenn wir bis 0 Uhr ausgehen, hätten wir 24 Aktionen, die wir verfolgen können. Wenn jede Aktion nur 10 Minuten dauert. Ich habe das Gefühl, dass es immer ein bisschen unterschiedlich, was passiert, wenn wir Aktionen drücken. Keine Sorge. So, kann es sein, dass das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rollen sind? Müssten 8 sein. 6 sein. Weil es sind 6, die eine habe ich doppelt, Mörder. Die habe ich so schlecht abfotografiert. Das ist richtig, es sind 7. Hm? 6 Personen und einmal Mörder. Okay. Genau, aber es sind 6 Personen und der Mörder füllen wir ja aus. Der Mörder ist ja einer von den 6 Personen. Nein. Nee, der ist der 7. Wir füllen die Profile für 6 Personen aus und füllen das Profil für den Mörder aus anhand der Informationen, die wir über den Mörder kriegen, von dem wir nicht wissen, wer es ist. Und später passt Mörder das Profil von dem Mörder auf eins der Profile von den Erwachsenen. Ganz und dann genau, wir, aber trotzdem bleiben es 6 Personen. Nur eine davon aber 7 brauchen Profile, wir. Ja, das sind 7 Charakterprofile. Alles gut. Chrissy hat recht. Alles ist gut. Ich finde, ihr solltet das draußen austragen. Ja. Aber jetzt wo wir das geklärt haben, müsst ihr mir nochmal sagen, was wählen wir gerade? Richard. Und Richard impulsiv. Ist impulsiv. Das ist impulsiv. Ist er sehr impulsiv? Ja. Ja. Achso, es ist übrigens, entweder ist das oder ist es nicht. Und wenn wir uns nicht sicher sind, ist es die Mitte. Okay. Gut. Sind das alles immer Erinnerungen hier in dem ganzen Haus, die wir finden? Ja. Und auch Gegenstände. Nein, wir können auch aktuelle Gegenstände finden. Also, okay, ich würde aus Raum 7 rausgehen. Ich würde auch aus Raum 7 rausgehen. Ist ja jetzt ein bisschen blöd, dass wir die anderen Räume kennen, ne? Aber ich würde jetzt theoretisch erstmal hier zu Raum 10 gehen und da in diesen Aktenschrank gucken unten rechts. Ich glaube, wir müssen einen Raum nach dem anderen. Ich glaube, wir werden eh nichts finden. Na, 10 könnten wir reingehen. Wir könnten einfach in die Seite reingehen und müssen einmal Aktion drücken, weil immer wenn wir... Achso, Raum 10? Ja, okay. Ja. Okay. Aber haben wir jetzt überhaupt Schlüssel? Ja, ich dachte, die Tür war abgeschlossen. Ach so, stimmt. Das heißt, wir können erstmal nur in Raum 4 und 6, oder was? Ja, die sind ja auch abgeschlossen, oder nicht? Da ist aber nicht so ein fettes Schloss vor, wie bei Raum 10. Schau genau, mal. 10 ist abgeschlossen, in die anderen Räume können wir rein. Ja, hast du das gerade vor? Das war der Karte, die du vorgelesen hast, oder? Schaut doch. Jo. Wir können nicht rechts lang, weil da nämlich der Brief hing. Gut. Okay, wir gehen in den Raum. Ja, bitte? Ich würde durch die große Tür gehen. Ich glaube zwar nicht, dass wir irgendwas heute finden, aber mein Gott, jetzt sind wir schon mal hier. Ich glaube schon, wir werden es aufklären. Ist ja ein bisschen pessimistisch, Josephine. Aber warum sollten wir denn geradeaus durchgehen? Ich bin auch für Raum 4. Aber die Tür sieht so schön groß aus. Ja. Aber bei großen Türen weißt du auch wenig Geheimnisse. Nicht so viel. Ja, weiter durch, los, ins Haus. Ich kenne mich doch hier noch aus. Ab in Raum 6. Okay. Dann würde ich mal beim Klavier, glaube ich, schauen. Oder vielleicht. Ich würde auch Bild einen Raum nach dem anderen durchsuchen. Und dann würde ich nämlich, ehrlich gesagt. Ja, wir müssen das auch ganz, ganz sachte angehen hier, ne? Ich würde erstmal so
eine Reihe machen, dann. Okay, also ja, Felix, halt für welchen Raum bist du? Ich habe mir halt nicht den kompletten Raumplan angeguckt. Ich habe mir nur Raum 7 aufgemacht und sehe nur die Türen und scrolle dann einfach immer nur weiter. Ich habe keine rundum. Josephine, das ist ja sehr gut mit deiner, für welchen Raum warst du? Sag's nochmal. Ich habe nur gedacht, dass ich durch die große Tür gehen würde. Das wäre Raum 6. Freu, für welchen Raum bist du? Du sagst, weil wir dieses Haus von klein auf kennen und wir wissen, wo die Räume sind. Ja, ich war schon 15 Jahre nicht mehr hier. So genau kenne ich mich hier nicht mehr aus. Aber dafür, dass wir hier aus. Das ist wie Fahrradfahren. Also ich weiß ja auch immer noch, wie es bei meinen Eltern aussieht. Ja, mir ist es egal. Macht, wie ihr wollt. Ich glaube, wenn ich das Der ist schon länger als 15 Jahre her, ne? Gut, dann stürmen wir alle geradeaus durch. Meinetwegen, dann bitte die 6. Hey, guckt euch die an. Guckt euch die 6 an. Ist doch kein Problem. 6. Alle. Also links ist natürlich auch das Blut. Und da hängt das Bild auch schon. Das ist eine Aktion. Ich drücke auf Aktion. Alles klar. Musikzimmer. Ich drücke auf Aktion, Fragezeichen? Ja. Ja. Okay, dann mache ich sogar den Ton für euch an. War nett von dir. Okay. Was für ein Chaos. Ich muss hier gleich etwas aufräumen. Musikzimmer. Oh. Seht ihr das? Hier hat es einen Kampf gegeben. Und das war noch nicht so lange her. Oh, oh nein. Und der Garten dort. Dort wurden unsere Eltern. Du bist schon wieder so pessimistisch. Schneid dir doch mal eine Scheibe von mir ab. Ich will mir den Garten ansehen. Ich glaube, in diesen sauren Apfel müssen wir wohl alle beißen. Oh, die Tür ist abgeschlossen. Wir kommen hier wohl nur raus, wenn wir den Schlüssel finden, der zu diesem blöden Kupferschloss passt. Können wir nicht einfach ins Haus rumgehen? Aber okay. Ich würde mir gerne das angucken, wo das Bild schief hängt und wo der Kampf stattgefunden hat. Und wo der Blut ist da, der Blut. Unten links, ne, C? Ja. Ja. Na, wir sind im anderen, ja. Ich finde aber auch die Fensterbank ganz spannend auf der anderen Seite, weil da liegt auch irgendwas drauf. Ja, ich würde sehr. Das ist ein eingeschlagenes Fenster, ja. Okay, einmal bitte Aktion drücken. Dun, 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 dun. Ihr untersucht diesen erschütternden Teil des Raumes genauer, denn dem am Boden liegenden Stuhl fehlt ein Bein. Neben ihm ist eine erhebliche Menge Blut am Boden. Es ist noch frisch. Gab es hier einen Kampf? Wurde der Stuhl als Waffe verwendet? Als ihr euch die Blutspuren genauer anseht, erkennt ihr, dass sie von der Blutlache wegführen, als wäre ein Körper weggezogen worden. Ja. Ihr seht aber nicht, wohin. Wer war der Angreifer und von wem stammt das Blut? Es wäre schrecklich, wenn Johnny die Antwort auf diese Frage wäre. Naja, die Frage ist, ob Johnny der Angreifer war oder ob es Johnnys Blut ist. Wir waren jetzt in C, ne? Ja, jetzt waren wir in B. Ja, ich glaube, es ist zu offensichtlich, wenn man jetzt in diesen anderen Raum gehen würde. Ich würde mir auf jeden Fall vorher dieses Fenster noch anschauen. Ja, auf jeden Fall, Dora. Ja. Ich überlege halt die ganze Zeit, was man auch oben rechts sehen könnte, weil da halt irgendwie gar nichts ist. Ja, aber es kann ja gut sein. Okay. Dora? Ja. Dora. Roy, bist du bereit? Dora? Ja, für Aktion. Aktion. Ist das bei Ereignissen? Achso, ich soll Aktion. Frische Luft weht euch ins Gesicht. Nehmt euch das bei und lest es laut vor. Oh, okay, Ereignis 2, ohne Momente, por favor. Wow, das ist sogar richtig rum. Stromausfall, das antike Anwesen hat einen alten Stromgenerator, der immer wieder mal ausfällt. Und immer wenn das passiert, geschehen mysteriöse Dinge in der Dunkelheit. Was macht ihr während eines Stromausfalls? Einen bevorstehenden Stromausfall könnt ihr am Flackern des Lichts in der Webapplikation und einem Störgeräusch, nämlich, man braucht eventuell Musik, erkennen. Seht dann sofort auf, rückt die Stühle etwas beiseite, setzt eure Augenbinde auf und seid still. Niemand darf sprechen. Nach wenigen Sekunden hört ihr ein Tier, entweder einen heulenden Wolf, eine zischende Schlange, das Heulen einer Eule, das Krächzen einer Krähe oder das Fauchen einer Katze. Wenn du das Geräusch hörst, das deinem geheimen Tier in deiner Charakterkarte entspricht, nimmst du sofort deine Augenbinde ab und folgst den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sobald du fertig bist, klickst du auf bereit und setzt sofort deine Augenbinde wieder auf.
ist nicht spielerrelevant, wenn jemand anders hört, dass du gerade etwas gemacht hast, aber versuche trotzdem so leise wie möglich zu sein. Das, was du in dieser Phase tust, hat nichts mit deinem Charakter zu tun. Sobald ihr nochmal das Geräusch hört, läuft der Generator wieder und ihr könnt die Augenbinde wieder abnehmen. Also, wenn ich dann mein Geräusch höre, dann muss ich Walter sagen, was er drücken muss, ohne dass Walter guckt, was er tut. Nein. Walter kann auch hier Remote Control machen. Ah, okay. Also, ich habe jetzt voll lautstark gemacht, wie ihr hört. Ja. Genau, und jetzt machst du aber nochmal Remote Control. Das war ein guter Hinweis, dass wir auch die Fernbedienung nutzen können. Das muss man ja immer requesten und Walter kann das dann akzeptieren. Wo kann ich das requesten? Bei Optionen? Ja, Fernbedienung beantragen, okay. Gut, dann müssen wir jetzt alle unsere Augen zumachen. Also ich muss jetzt mal wissen, ich weiß gar nicht, was mein Charaktertier ist. Moment. Okay, William, haben wir auch. Das heißt, einer von uns wird gleich sein Tier hören, ja? Ja. Und der macht dann irgendwas. Ja. Brigitte, Josephine müsst ihr auch noch vielleicht? Was? Was müssen die? Ey! Ja. Oh nee, das ist nicht gut, wenn irgendwer in meinem Monitor, in meinem Computer ist. Das kann nur einer, ne? Achso. Genau, es macht halt derjenige, der sein Geräusch hört, dann. Aber er sieht doch wer. Ja, aber das ist nicht so wichtig, glaube ich. Egal, das hab ich doch gerade vorgelesen. Es geht nur darum, dass er danach die Augen wieder zumacht, damit er nicht sieht, was derjenige klickt. Ja. Oder können wir doch mehrere zeitgleich controllen? Eigentlich, seid ihr jetzt noch drin alle? Ich schon, ich bin drin. Okay, ja, weil ich dir das gerade wieder erlaubt habe. Ich nicht. Alles ist gut. Es ist immer nur wir machen jetzt alle unsere Augen zu und dann ist immer nur einer. Und derjenige, wenn ein Tiergeräusch kommt, dann muss Walter seine Augen kurz wieder mit aufmachen und muss demjenigen das erlauben. Mein Gott. Vielleicht ist das ja auch selbst. Okay, ich drücke jetzt auf bereit. Ja! Warten. Also wissen wir, dass irgendjemand gerade was macht? Ich hoffe. Ich habe auf jeden Fall die Steuerung übergeben. Hediger hätte sich schon gemeldet, wenn es nicht geklappt hätte. Oh, ich habe keine Ahnung, was man da machen muss. Oh Gott. Angegangen. Okay. Nehmt Ereignis 3 und lest es laut vor. Alles klar. Moment. Oh Gott, ich bin so glücklich, dass das Licht wieder an ist. Ich konnte die Hand nicht vor den Augen erkennen. Aber ich habe etwas gehört. Ein paar Schritte und eine Art. Schaut! Jemand hat was an die Wand geschrieben. Willkommen! Ist das Blut? Der Killer ist hier. Ich bin mir sicher. Er kam zurück, um die ganze Familie auszurotten. Wir müssen gehen. Jetzt. Oh nein. Nein, Josephine, wir können jetzt nicht gehen. Hat er Johnny schon getötet? Was nun? Wir können ihn nicht einfach hier lassen. William. Du musst weiterlesen. William, du bist dran. Wo seid ihr denn? Ereignis 3. Obere Dokument. Ereignis 3. Anleitung Ereignis 3. Rot. Seite 8. Seite 8. Beruhig dich. Wir wissen nicht, ob das der Killer war. Vielleicht will uns einfach jemand einen Schrecken einjagen. Vielleicht ist es ja Johnny, wobei solche Scherze nicht zu ihm passen. Wir müssen ihn finden. Komm schon, wir finden das gemeinsam heraus. Oh, Gottes Willen. Okay, wir müssen jetzt nochmal bereit drücken.
Und jetzt dürfen wir wieder eine Aktion machen? Nee. Das ist so gruselig, wenn die Maus sich einfach bewegt. Ja, wir können weitere Aktionen machen, auf jeden Fall. Konzentriert euch. Was wollt ihr? Ihr wolltet 6D lesen. Ist es richtig? Wollt ihr das immer noch? Ja. Vorgelesen. Okay, wir müssen Aktion drücken. Ah nee, oder haben wir? Wir haben Aktion gedrückt, nein, und da kam das. Wir müssen nicht. Okay. Frische Luft weht euch ins Gesicht, als ihr euch näher an das Fenster stellt. Es hängen nur noch wenig. Was? Ich habe die Fernbedienung nicht mehr. Was? Ja, die habe ich dir weggenommen. Ja, und wer macht jetzt was die ist? X-te? Oh, William. Okay, frische Luft weht euch ins Gesicht. Es hängen nur noch wenige Scherben im Fensterrahmen. Das Fenster wurde wohl schon vor langer Zeit eingeschlagen, denkt ihr zumindest, bis ihr ein Stück Stoff entdeckt, das sich in einer der Scherben verheddert hat. Es kann auch nicht lange her sein. Der Wind hätte es sicher weggeweht. Ihr schaudert. Vom Wind? Oder doch vom Gedanken daran, dass noch jemand außer Johnny und euch vor kurzem hier war? Oh Gott, wer hat der Johnny wirklich schon getötet, ey? Oh Gott. Aber wir können Johnny doch nicht einfach hier lassen. Nee, das machen wir auch nicht. Oh Gott, aber ich mag nicht mehr. Oh Gott. Kann ich das irgendwo deaktivieren? Keine Angst, Anastasia, das wird schon alles. Wir müssen uns nur einen guten Plan machen und dann wird das alles. Nein, die Kommentieraktion kannst du dich. Okay, aber kannst du die Uhr zurückmachen? Ich würde gerne, aber leider malt William. Wieso denn die Uhr zurückmachen? Also nein, ich meine, dass wir sie sehen. Okay. So. Du kannst es alles wegradieren. Du hast die schöne Ableitungsfunktion. Okay, ja, also wir haben noch A und B, oder wollen wir weitergehen in diesem Haus? Kannst du das einfach wieder für alle deaktivieren? Ich glaube, das wäre irgendwie ein bisschen entspannter. Pass nicht vor. Kann man nicht deaktivieren. Wir können uns ja alle am Riemen reißen. Haben wir das mit dem Fenster schon angeguckt? Es ist doch gar nichts mehr da. Haben wir uns das Fenster schon angeguckt jetzt? Ja, das Fenster haben wir uns angeguckt. Das war der Wind und irgendwie erst wenn auch wer anders aus hier. Wie? Also wenn ich nur diesen Raum sehe, dann würde ich glaube ich weitergehen. Der interessiert mich irgendwie nicht. William, auf was hast du denn Lust? Ich möchte gerne. Ich weiß nicht. Ja, aber wir müssen noch Johnny, wir können Johnny nicht hier allein lassen. Wenn Johnny tot ist, dann also müssen wir doch den Blutspuren folgen. Ich würde in den Raum gehen, wo quasi die Blutspuren rein geschliffen wurden. Das würde ich auch. Okay, also dann gehen wir. Rein, aber wir können auch Johnny nicht alleine lassen. Okay, dann gehen wir da rein und ihr wisst, was passiert. Wir müssen uns konzentrieren. Also, wir gehen in die Küche. Drei. In die Küche. Und wir drücken auf Aktion. Vielleicht bin ich ja naiv, aber ich hatte wirklich gehofft, dass Johnny einfach hier wäre und etwas für uns kochen würde. Dann wäre dieser Albtraum vorbei. Jetzt habe ich Angst, dass ihm was Schlimmes passiert ist. Ich hoffe, es geht ihm gut, aber soll ich etwas für euch kochen? Hey Roy. Hey Roy, du siehst so aus, als würdest du was sagen wollen. Ja. Denkst du gerade nach? Ich hoffe, ihm bist geht du es verrückt? Gut. Dachtest du tatsächlich, dass Johnny uns hier etwas kochen würde? Er hat etwas ganz anderes mit uns vor. Johnny erwähnte Indizien im Haus, die er uns zeigen wollte, um unsere Erinnerungen zurückzuholen. Nach diesen sollten wir suchen. Okay, dann koche ich halt Spaß nichts. Hier. Oh Mann. Schwester. Ach Mann. Okay. Wollen wir in den Kühlschrank gucken? In den Kühlschrank? Ich dachte, wir sollen nichts kochen. Also ich. Scheint es aber gut. Ah, ich finde auch Kühlschrank oder unten dieses Board. Dieses Board. Wir sollten hier auf jeden Fall genauer gucken. Das wäre mir sehr wichtig. Was ist denn. Das, was links unten. Guck mal da unten. Was liegt denn da auf dem Boden? Unten links. Ja, das sieht ein bisschen aus. In Spermium? Vielleicht hat er hier was verloren. Das und sieht aus. Guck mal, das ist ein Golfschläger, ein verbogener, der ihm über den Kopf gehauen wurde. Oh. Ist ihm über den Kopf gezogen worden und da ist so eine Delle drin. Sollen wir mal gucken? Ja. Also C? Ja. Also wenn das stimmt, würde ich da auf jeden Fall mal gucken. Okay. Auf dem Boden liegt die Schöpfkelle, mit der ihr vor 15 Jahren immer eure Suppe serviert bekommen habt. Das wäre jetzt nicht mehr möglich, sie ist vollkommen verbogen.
Brigitte stockt plötzlich der Atem. Sie kann sich an etwas erinnern. Kannst du dich erinnern, Brigitte? Ja, ich Ich gebe mir Mühe. Wollen wir uns vielleicht auch von da oben einfach ein Messer mitnehmen? Ich glaube, ich würde mich da ein bisschen wohler mitfühlen. Oben links ist doch ein Messerblock, oder? Ich denke, bestimmte Sachen kann man sich sogar auch mitnehmen, aber... Musste ich erstmal auf Aktion drücken eigentlich? Ja. Brigitte erinnert sich jetzt aber. Ich erinnere mich. Ja. Die Chirurgin scheint wohl auch nicht so schnell zu sein. Ja, mein Vater hat diese Schöpfkelle verbogen. Ich wollte mir vor dem Schlafengehen noch etwas zu trinken holen, als ich meinen Vater Richard und Onkel Oliver streitend in der Küche sah. Ich sah, wie wütend Oliver war. Trotzdem fragte er meinen Vater ganz ruhig, wie er vergessen konnte, denn Oliver war den Ordner vor dem Polizisten zu verstecken. Er hatte meinen Vater wohl aufgetragen, die Beweismittel verschwinden zu lassen, bevor die Polizei hier auftauchen würde. Richard schwor, er hätte Oliver ernst genommen und dass er so einen Fehler nicht noch einmal machen würde. Nicht noch einmal, rief Oliver, wutentbrannt. Warum hast du dich dann nicht selbst darum gekümmert, schrie Richard zurück. Für eine kurze Sekunde dachte ich, mein Vater würde Oliver gleich attackieren. In diesem Moment kam Opa Harry herein, der wie immer Ruhe ausstrahlte. Er mahnte die beiden, von ihren hohen Rössern doch mal runterzukommen und sich zu vertragen. Außerdem sollen die beiden zu einer Diskussion in der Familie dazukommen, die draußen geführt wird. Als Oliver den Raum verließ, ließ mein Vater seine Wut an der Schöpfkelle aus. Eines Tages werde ich der sein, der hier die Fäden in der Hand hält, rief er uns erzürnt zu. Oder mir, oder wie auch immer. Oh Mann. Na gut, dann ist Richard halt auch noch egoistisch gewesen. Und Harry ist wohl eher bedacht. Oliver auch. Oliver bedacht? Ja? Wait a second. Fand ich okay, also was? Oliver ist bedacht. Nee, finde ich nicht. Was? Würde ich jetzt auch nicht so direkt sagen. Also auf jeden Fall. Kannst du nochmal den ersten Teil vorlesen? Also auf jeden Fall ist Richard an sich ist egoistisch und Harry ist bedacht. Das Ding ist, die können auch nichts von beidem sein. Also wenn sie eine bedachte Situation und eine impulsive machen, dann sind sie halt die Mitte. Ach so, okay. Haben sie also dann Harry ist bedacht? Richard ist egoistisch. Ja. Okay. Und was war Oliver? Bitte? Das ist mein Papa. Okay, soll ich noch was vorlesen? Nee, passt, ne? Ich glaube, Roy hätte sich das nochmal gewünscht. Oder wenn man uns das zukommen lassen könnte. Also, wichtig ist ja, dass mein... Soll ich ein Foto? Nee, liest du einfach nochmal vor, Brigitte. Also, wichtig. Mein Vater hat diese Schöpfkelle verbogen. Und ich habe sie streitend in der Küche vorgefunden. Ich sah, wie wütend Oliver war. Trotzdem fragte er meinen Vater ganz ruhig, wie er vergessen konnte, den Ordner vor dem Polizisten zu verstecken. Er hatte meinen Vater wohl aufgetragen, die Beweismittel verschwinden zu lassen. Richard schwor, er hätte Oliver ernst genommen und dass er so einen Fehler nicht noch einmal machen würde. Dann? Für eine kurze Sekunde dachte ich, mein Vater würde Oliver gleich attackieren. In diesem Moment kam Opa Harry herein. Er mahnte die beiden. Als Oliver den Raum verließ, ließ mein Vater seine Wut an der Schöpfkelle aus. Okay. Deswegen meinte ich ruhig. Man sah, dass er wütend war, aber er ist halt total ruhig dabei gewesen. Okay, ja. Das wäre dann bedacht, ne? Ja. Das war nochmal welcher? Oliver Croft, mein Papa. Gut. Was haltet ihr von den Messern? Ja. Oder wollt ihr lieber in den Kühlschrank? Ich finde das witzig, bitte. Ich glaube, die Messer fände ich auch besser. Mit den Messern werden wir nichts. Aber wir können Sachen an uns nehmen. Die Fußspuren können wir alles an uns nehmen? Was nee, alles. Oder? Nee, nur bestimmte. Also die Schleifspuren. Ja, genau. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn wir da jetzt wirklich wen treffen, ich würde mich schon mit so einem Messer irgendwie ein bisschen
Meinst du echt? Ist das ein... Okay. Alter, es stand eben Willkommen mit Blut an der Wand, okay? Nein, ich meine nur, das wird uns zurück. Das wird uns halt nicht... also ich hab's doch gar nicht keine Indizien bringen. Ich hab's doch hier, was da stand. Guck doch mal in den Text, den du vorgelesen hast. Ich hab nicht gehört, was Felix gesagt hat. Was ich gesagt habe? Ja. Ich habe nur gesagt, das wird uns keine Indizien bringen, aber wir können dann trotzdem gucken, ob wir die Messer nehmen können. Ach so. Das ist auch gut, ich würde da auch hingehen, auch mit dem Bild. Das ist 3A, oder? Ja. Okay, Aktion. Action, Alter, Action. Ihr habt eines der Objekte gefunden, an denen Johnny eine Notiz hinterlassen hat. Es steht für zwei gegensätzliche Charaktereigenschaften. Der bedachte Butler, getroffen von einem impulsiven Messerstich mitten ins Herz. Unter dem Messer hat Johnny eine Notiz befestigt. Das Anwesen war voller möglicher Mordwaffen. Messer in der Küche, ein Gewehr im Gartenhaus. Doch der Killer entschied sich für einen schwierigeren Weg. Die Tat war geplant, jedes einzelne Detail. So sieht das Bild aus. Dazu. Das hätte ich jetzt gern geschickt. Okay. Ja, gut, ich auch. Die Karte. Mhm. So, Felix, guck mal, wie gut die Messer waren. Ja, aber sehr gut, stimmt. Aber wie soll man dann bitte, dann kann man ja überhaupt, dann ist es ja total random, was man hier nimmt. Naja, aber nachdem man so Angst hatte und so panisch war, dann zu den Messern zu gehen, ist, glaube ich, eigentlich eine logische Handlung, die das Spiel provoziert und dann bist du belohnt. Wir wissen halt nicht, ob nicht irgendein Blumentopf oder sowas irgendeine super wichtige Erinnerung erweckt. Das ist auch das Problem. Nee, vorhin hat der Blumentopf ja meine Erinnerung erweckt. Ja, eben. Ja. Und, eventuell war mir das bewusst, dass es der Blumentopf weiß, auslösen könnte. Der Kühlschrank auch Johnny. Nee, also mir war das eventuell bewusst, dass der Blumentopf meine Erinnerung auslösen könnte. Ach so. Deswegen war ich da sehr stark dafür. Jetzt könntet ihr eventuell nochmal auf der Rückseite eurer Charakterkarte lesen, genau, ob ihr da auch solche Hinweise habt, die euch sagen, was für euch vielleicht schlau wäre. Auf jeden Fall. Also ich bin eigentlich aus diesem Haus schon durch. Also meine Erinnerung habt ihr gehört. Wir können direkt straight woanders hingehen. Ja, meine nämlich auch. Wollen wir lange in dieser Küche hier bleiben oder kocht jetzt irgendwer hier was? Ich durfte ja nicht kochen. Du kannst natürlich gern was kochen, Josephine. Ob das wer isst, ist eine andere Sache. Wie wäre es jetzt? Also wer ist denn jetzt der bedachtsame Butler, bitte? Ist das... Also ich suche nichts. William, du suchst nichts? Bist du dir da ganz sicher? Ja. Bist du dir sicher? Ich sage jetzt auch nicht, du suchst einen Blumentopf, ne? Also davon mal ab. Ihr habt... Ja, ja, aber ich weiß, was du meinst. Doch, doch, William, du suchst was. Und ich glaube, William, guck dir das mal ganz genau an. Die zweite, man, unter geheime Information, da steht halt irgend so ein Text und dann steht da manchmal so... Du hast gesagt, auf der Rückseite deines Charakterdings, das ist Seite 3, das ist nicht deine Rückseite. Hä, du hast einen Charakter gekriegt, der besteht aus zwei Seiten, einer offenen und einer geheimen. Ja. Hä, ich habe 4 Seiten. Wieso hast du denn 4 Seiten? Nein. Okay. Ja, ist doch auch, was ist man doch zuklappen kann, das sind 4 Seiten. Okay. Ja, dann ist das halt so. Dann ist es Seite 2. Wenn du Front hast, liest doch halt Rückseite, einfach deine zweite, und dann wirst vierte du das Spiel schon verstehen. Es sind doch nur 4 Seiten scheinbar. Aber der steht doch auch nicht... Hä? Da steht mein geheimes Tier, aber da steht doch nicht, was für ein Gegenstand. Ja, das steht da auch nicht explizit, aber da steht zum Beispiel, ja, okay, als du Kind warst, hat deine Mama dir immer Milch gekocht. Und dann könntest du in der Küche darauf auf die Idee kommen, wenn dein Milchkopf steht, dass du dir den anschauen willst, weil du dich dann erinnerst. Können wir William gegen Peter oder so eintauschen? Oder Malte. So nämlich. Also ich glaube, dass der Butler an sich steht nicht für eine richtige Person, sondern es soll uns einfach nur sagen, dass jemand, der bedacht ist, von einem impulsiven Menschen
umgebracht wurde. Okay. Damit ist ja mein Papa schon mal raus. Im Gegensatz zu deinem, Roy. Naja, gut. Warten wir mal ab, warten wir mal ab. So, bleiben wir in der Küche oder gehen wir woanders hin? Wo, könnt ihr mal kurz sagen, woher ihr wisst, wessen... Achso, ihr habt in den Stammbaum geguckt. Mhm, ja. Ganz genau. Also ich würde, glaube ich, links weitergehen, weil der Kühlschrank und die leere Ecke da reizt mich nicht so mit dem Kuchen oder was das ist. Okay. Ich möchte gerne nachher irgendwie nochmal in die 4. Ich würde auf jeden Fall, ja, aber das wissen wir ja theoretisch nicht, dass es von da an nirgends anders mehr hingeht. Ja. Ja. Also folgen wir jetzt der Blutspur. Ja, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Man kann natürlich wirklich, also diese der Typ hat quasi da am Kühlschrank quasi Zwischenstopp gemacht beim Schleifen. Ne? Echt? Würde ich schon sagen. Ja. Der hat den da ja nicht so direkt am Tisch vorbeigezogen, sondern der hat den ja schon da so eher so vorm Kühlschrank liegen lassen. Ja, weil er umgreifen musste wahrscheinlich, um dann um die Kurve zu laufen, oder? Ja, oder aber ja, wir können auch nochmal in den Kühlschrank schauen. Mir ist das so egal. Machen wir das nicht machen. Ja, okay. Gucken wir nochmal. Ihr wolltet ja von Anfang an in den Kühlschrank schauen, als wir den Raum betreten. Wir wissen ja vielleicht, dass wir auch da wieder zurückgehen müssen. Vielleicht sollten wir dann vielleicht auch erst in den anderen... Setz sofort die Augenbinde auf und bleib still. Ja, ist gut, Josephine. Ich kann mich wieder erinnern. Enkel, euer Tier. Welches Tier? Spaß. Das war nicht der Affe, Nico, also nicht dein Tier. Das war ja auch ich, das war ja nicht immer. Ich habe so Angst, die Augen aufzumachen und zieht einer aus von euch wie ein Zombie. Oh Gott. Ja, das Licht ist noch nicht wieder an. Doch, muss ich wieder. Ist wieder an? Ah doch, das Ticken ist schon da. Okay. Ist wieder da. Oh Gott. Oh, Alter. Das ist wirklich Horror. Brigitte und William und Felix. Ereignis 4. Hm? Brigitte, William und Felix. Ja, das habe ich, hörte ich. Was waren das für Geräusche? Noch nie hat mich etwas so erschreckt. Ist etwas umgefallen? Hat jemand von euch etwas gespürt? Wenn ich denke, dass er wohl ganz nahe hier rankam. Oh. Beruhig dich, Brigitte. Johnny fand es wohl lustig, die Türen zuzuknallen. So einfach lasse ich mich nicht aus der Reihe bringen. Komm raus, wenn du dich traust, Johnny! Lasst uns konzentriert bleiben, wir schaffen das. Wir bleiben zusammen und teilen uns nicht auf. Das ist doch der Fehler, den sie in jedem schlechten Horrorfilm machen. Bleibt nah beieinander und seht euch alles genau an. Dann machen wir uns einen richtig guten Plan und dann schaffen wir das. Hm, guten Plan, oh Mann, das wäre so gut, wenn das mit euch klappen würde. Oh, bereit klicken sollen wir. Oh, ja, jetzt den Kühlschrank noch, ne? Ja. Ihr begutachtet den Kühlschrank in der Ecke der Küche. Genauer, jemand hat die Magnete an ihm neu arrangiert, damit sie die Worte nicht öffnen ergeben. Wer hat diese Nachricht hinterlassen? Oder ist es eine Warnung? Und was befindet sich im Kühlschrank? Abgetränkte Gliedmaße? Eure Neugier ist größer als eure Angst und ihr öffnet langsam den Kühlschrank. Ein grauenhafter Geruch übermannt euch. Der Kühlschrank ist voll mit verdorbenem Essen. Deswegen also, murmelt Roy, bevor er sich übergeben muss. Kannst du das mal kurz, Roy, wie sieht das aus? Nee, so sieht das nicht aus. Das glaube ich auch nicht. Weil ich habe dir das doch vorgemacht im Urlaub. Ja, das habe ich gesehen. Ja, Freunde, gehen wir jetzt doch in den nächsten Raum. Ja, bitte.
Raum 2, ne? Mhm. Speisezimmer. Ihr betretet das Speisezimmer, welches sich durch den riesigen Tisch aus Eichenholz in der Mitte des Raumes auszeichnet. Als Roy um den Tisch geht, stolpert er und fällt mit voller Wucht auf sein Gesicht. Autsch. Natürlich, Roy. Ach, Mann. Roy. Roy, Seite 2. Szene für Räume. Wird aggressiv. Au, welcher Idiot hat den Teppich so dumm hingelegt? Stellt euch mal diese Unebenheit an. Seht euch mal diese Unebenheit an. Es sollte mir höher angerechnet werden, dass ich mein Leben für euch riskiere, indem ich immer vorgehe. Oh Roy, du edler Ritter. Bitte rette uns Frauen vor den Unebenheiten im Teppich. Du bist so altmodisch. Dieser Tisch. Früher träumte ich, dass ich mein Hochzeitsbankett genau hier feiern würde. Mit mir in der Mitte, in meiner Fantasie, trugt ihr alle wunderschöne Gewänder und das feinste Essen wurde serviert. Eines Tages vielleicht. Ich glaube, es heißt Bankett. Also, ja. Ich finde eigentlich nur... Was habe ich denn gesagt? Okay. Theoretisch könnte die Uhr... interessant sein. Und ist das oben rechts ein Loch in der Wand oder ist das ein Bild? Wartet mal, ich muss glaube ich noch einmal auf Aktion klicken, weil wir den Raum gewechselt haben. Nein, nein. Ah doch. Ja, nee. Nein, hat er doch schon, deswegen haben wir doch andere. Nein, das war der Kühlschrank. Nein, das war der Kühlschrank. Das war der Kühlschrank, William, passt doch einmal auf. Ja, aber hat er gerade noch wer gegessen? Ist Raumwechsel wirklich eine Aktion oder ist ja, es ist auf jeden Fall eine Aktion. Aus, ja. Oh ja, das gehört das zu A, ne? Ja, hat er gerade wer gegessen? Sieht so aus. Und guck mal, oben rechts, da hängt auch noch irgendwas am Bild, als Bild an der Wand. Ja, das meinte ich, ja. Mhm. Aber ob Johnny hier gerade noch gegessen hat? Ich finde, das sollten wir mal prüfen, ob Johnny hier gerade gegessen hat. Ja. A. 2A. 2A, nämlich. A wie Anton. Am Ende des Tisches befindet sich ein Teller mit einem halb aufgegessenen Nudelgericht. Der Stuhl neben dem Teller wurde umgeworfen. Ihr riecht am Essen. Es scheint, als wäre es noch nicht schlecht. War Johnny unlängst hier? Es wirkt, als hätte er es plötzlich sehr eilig gehabt. Aber warum kam er nicht zurück, um fertig zu essen? Ihr seht euch nervös an. Überraschung, weil überall Blut ist. Als fändet ihr keine logische Antwort auf diese Frage. Wir sind so dumm. So dumm. So dumm. Dumm, dumm. Okay. Ja, jetzt noch das Bild oder die Standuhr oder weiter. Also ich glaube, ich habe so ein Gefühl, dass das, was danach kommt, könnte ganz interessant werden. Aber wir können auch erst nochmal hier irgendwie das Bild. Also mich reizt hier ehrlich gesagt nicht so viel. Ja, wir müssen eh nochmal zurück, von daher... Weil er wurde auch ziemlich direkt weitergeschliffen. Seht ihr die Blutspur? Die geht direkt zur anderen Tür. Es direkt, geht jo. Direkt weiter. Genau. Ah. Wo es da wohl hingeht? Wo es da wohl hingeht? Da kommt so ein kalter Wind her. Ich gehe auch mit. Ja, auf jeden Fall. Da. Natürlich gehen wir dahin. Raum 1. Action! Action! Ein kalter Schauer läuft durch den Rücken runter, als ihr die schwere Tür zum Keller öffnet. Ein modriger Kälteschwall kommt euch entgegen. Die Treppe nach unten ist stockdunkel. Bis auf die ersten Stufen könnt ihr nichts erkennen. Okay. Roy, Seite 1. Du bist gemutet, Roy. Was bin ich? Ja, nee, doch nicht. Okay, sorry. Okay, die Männer gehen vor. Zurück? Da ist jemand. Chill mal etwas. Das war nur eine Fledermaus. Du musst dich an die Dunkelheit gewöhnen, dann gibt's nichts, wovor du Angst haben musst. Warum durften wir eigentlich früher nie in den Keller? Hier ist doch gar nichts. Naja, gar nichts? Was ist das für eine komische Leiter, die da an die Wand gelehnt ist? Und liegt da... Was ist das, ein Pömpel? Also ich würde hier alle glaube ich, den Spaten mal angucken. Ich finde auch, also unten rechts ist halt auch, da liegt irgendwas super Interessantes. Sieht ein bisschen aus, als hätte da jemand Pläne gemacht. Was? Unten rechts? Ja, ich finde alles gut. Da liegen noch irgendwie da ist doch irgendwas auf dem Tisch, was da... Videokassette oder? Aber ich finde, mein Bruderherz hat recht, den Spaten finde ich auch am spannendsten.
Was macht hier ein Spaten im Keller? Hier ist keine Erde, die man umgraben kann. Im Keller hast du doch aber immer Werkzeug. Ja, aber er ist halt so gar nicht verstaubt und da brennt sogar Licht im Keller. Ich glaube, selbst in meinem Keller ist ein Spaten. Ich habe nicht mal einen Garten. Ja, wir haben einen Garten. Wir haben keinen Spaten im Keller. Also was glaubt ihr, was der Spaten gemacht hat? Ist das, wurde ihm damit über den Kopf gehauen? Oder? Glaubt ihr, rechts oben hängen Pläne an der Wand? Ja, und ich glaube auch, genau. Und ich glaube, so ähnlich sieht das halt unten rechts auch aus. Ja, ich wäre für alle vier Ecken. Ich finde hier alles interessant. Okay. Okay. Wo sollen wir anfangen? Bei den Plänen. Bei der Lampe oder bei den Plänen, die hängen? Bei den Plänen, also B. B. In der hinteren Ecke des Kellers ist es so dunkel, dass ihr kaum etwas erkennen könnt. Als ihr die Ecke genauer durchsucht, findet ihr nur unwichtige Dinge. Eine Kiste, eine Gießkanne, einen abgedeckten Lehnsessel und einige Stühle. An der Wand hängt ein Poster. Daran ist nichts Interessantes zu lesen. Oder? Ich schicke euch einfach mal ein Bild, aber ich finde auch, da ist nichts Interessantes zu lesen. Was heißt denn oder? Ja. Super. Okay, dann lass uns doch jetzt... Also ich wäre immer noch für den Spaten, aber wir können auch die Lampe zuerst machen. Ist mir egal. Beides gut. Es sind beides Lampen. Ja, dann den Stand A. Yep. Mit dieser Schaufel hat Tante Anna früher oft die Erde im Garten umgegraben. Ihr durftet dabei nie helfen. Doch warum befindet sich Brigitte, die Schaufel nichts Interessantes? Keller. Das ist der Lageplan vom Haus und Garten, wo ein Kreuz eingezeichnet ist. Wir können quasi einen Schatz suchen gehen. Ja, es tut mir leid. Ich habe jetzt hier kurz andere Dinge im Kopf gehabt. Und wenn ihr halt diese Cembalo-Sachen machen wollt, ist mir egal. Ich habe euch jetzt gesagt, dass der Spaten von Tante Anna. So. Cool. Und mehr nicht, ist nur der Spaten von Tante Anna. Ja. Was hat sie damit früher immer gemacht? Dann lese ich es wohl halt nochmal vor. So, mit dieser Schaufel hat Tante Anna früher all die Erde im Garten umgegraben. Ihr durftet dabei nie helfen. Doch warum befindet sich die Schaufel im Keller? Ja, die brauchen wir bestimmt. Können wir die mitnehmen? Nein, da ist kein Vermerk dran. Vielleicht geht das doch nicht. Aber guck doch mal auf den Plan. Das sind die Treppenstufen vom Haus. Oder? Und wenn man dann rausgeht, dann ist da das Gartenhaus und rechts vom Gartenhaus, was abgebrannt ist, da muss der Schatz liegen. Entweder das oder wenn man an der... Die Leiche wohl eher. Aber welche Leiche suchen wir? Ach ja, stimmt. Die sechste oder was? Die ist ja schon bekannt. Vielleicht von Johnny. Ja, oder das ist ein alter Plan. Guck mal, das sieht ganz schön alt aus. Ja, das sieht doch alt aus. Krass, aber vielleicht haben sich unsere Eltern auch gestritten. Also wisst ihr, wenn die, vielleicht hatten die irgendwie einen Schatz und dann wollten sie den nicht teilen. Dann hat einer alle anderen umgebracht, um den Schatz zu haben. Möglich. Nur ein Egoist würde das tun. Oder es ist richtig, richtig gruselig, dass da irgendjemand noch eine Leiche versteckt hat und die ganze Zeit in diesem Sessel davor gesessen hat. Vor diesem Plan. Okay, also, dann lass uns doch mal gucken, wo es leuchtet. Dö. 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 Vielleicht passiert wieder irgendwas. In einer Ecke des beinahe leeren Kellers findet ihr eine Videokassette. Wer würde hier eine Videokassette zurücklassen? Oder wurde sie vielleicht extra für euch hier platziert? Hättet ihr bloß einen Videorekorder zur Hand? Können wir die jetzt mitnehmen? Ja, ich denke schon. Ich glaube, die Schaufel können wir auch mitnehmen. Ist jetzt so im Nachhinein gedacht. Aber können wir ein bisschen Musik so im Hintergrund haben? Ich glaube, das ist schon nice so für die Gesamtstimmung. Ja. Muss ja nicht so laut. Ist das bei dir arg laut, Walter? Ja. Hört ihr das? Ja, für uns ist nett. Auch immer aus. Okay. Aber ist halt so ein richtiger Bass auf den Ohren die ganze Zeit. Also, ja, ich würde mir auf jeden Fall... Aber du kannst doch die Website einfach von deinen Kopfhörern runterstellen. Hab ich doch. Okay, dann hättest du ja theoretisch aber auch keinen Bass in deinen Ohren. Ja, weißt du, was du machen kannst, Walter? Alles gut, wir können so weitermachen. Okay. Hat dein Monitor Lautsprecher? Nein. Dann lass uns doch mal die andere Ecke noch gucken. C. Ja, Aktion. C. Was haben wir bei D gerade gelernt? Haben wir Aktion gedrückt? Eine Videokassette, die wir nicht lesen können. Aber die konnten wir jetzt mitnehmen? Ja. Das
das ist das erste Item, was wir Brigitte hat beschlossen, dass wir den Spaten jetzt doch auch mitnehmen können. Theoretisch, wenn uns wer fragt, haben wir den. In dieser Ecke des Kellers hat jemand hastig eine Nachricht in die Wand geritzt. OC plus BC, Hilfe. Waren das die letzten Worte von Oliver und Patricia vor ihrem Tod? Wenn ja, was taten sie hier, wenn sie doch im Gartenhaus starben? Dann bemerkt ihr, dass darunter eine Jahreszahl eingeritzt wurde, 1970. Eure Eltern sind allerdings erst 1985 gestorben. Diese Nachricht hat mit dem Mord an euren Eltern wohl doch nichts zu tun. Felix, aber was war dann 1970? Geboren. Da ist Felix geboren. Und was soll da gewesen sein? OC plus was? PC. OC und PC. Hatten die ein Verhältnis? Oliver und Patricia? Felix, bist du mein Bruder? Weiß ich nicht. Ach nee, du bist ja von Dennis. Ja, eben. Das macht ja gar keinen Sinn. Oliver und Patricia. Also was steht da jetzt nochmal genau? Kannst du ja, seht es. Schicken? Ach, du hast es geschickt. Ja, da steht, ach so, aber das sind ja auch Geschwister. Ja, ist doch alles gut. Ja. Ist alles gut. Der eine sagt so, der andere sagt so. Naja, aber vielleicht haben Oma und Opa die auch irgendwie in den Keller eingesperrt. Oh ja, ja. Weil die vielleicht waren die böse und dann wurden die in den Keller eingesperrt und dann... Und dann kam Felix raus. Deswegen haben Mama und Papa auch immer gesagt, wir sollen nicht in den Keller vielleicht, weil... Wenn da jemand rauskam, dann geht's. Aber es kam ja niemand 1970. Außer Felix. Ja, aber es muss ja auch nicht mit einer Geburt. Also es kann ja auch einfach sein, dass die 1970. Aber da waren die ja schon voll alt. Krass, wer hat die denn dann in den Keller eingesperrt? Also wisst ihr, wie ich meine? Ja, ja. Und warum ist eigentlich Opa im gleichen Jahr gestorben? Wie? Unsere Eltern. Ja, weil er auch mitlebte sind, noch. Sind eigentlich alle mit... Er lebt noch. Sind ach alle so, 1985 nur... gestorben? Ach, Felix, ja, dein Papa ist nicht gestorben. Verbrannt. Nein, Felix' Papa ist schon früher gestorben. Ja, ja. Und Maria, unsere Oma. Maria, Oma auch. Ah, okay. Aber ich dachte, das wäre uns allen klar. Ja, das dachte ich auch. Nee, dass alle zur gleichen Zeit gestorben sind, war mir nicht klar. Ja, es waren fünf in dem Gartenhaus, die sind verbrannt und einer hat überlebt. Aber ja, genau, aber ich dachte, es geht nur um unsere Eltern. Mir war nicht bewusst, dass einer dieser Elternteile nicht mit in dem Gartenhaus war und dafür aber Opa. Das war mir einfach nicht bewusst gerade. Die Frage ist, ob Opa noch lebt. Opa wäre 86. Nee. Nee, ja, aber es heißt, also, ja ist es jetzt nicht so, dass wir nur glauben, dass die alle tot sind? War irgendeiner von... Einer von denen hat überlebt, genau. Es wurden fünf Leichen gefunden. Genau, waren aber und es sind so sechs Leute. Dass man nicht wissen konnte... Genau, das heißt aber, wir wissen gar nicht, ob unsere Eltern alle tot sind. Das heißt, irgendeiner von denen lebt noch. Ja. Oder Opa. Oder Opa. Auf jeden Fall lebt aber noch jemand. Die Theorie ist aber auch, dass der Mörder lebt. Ja. Ne, weil der ja wusste, was er tut. Also von daher, der Überlebende... Ja, ist der Mörder, das ist 86. Klar. Okay. Was sagt uns jetzt die Info da, 1970? Ja, wissen wir halt noch nicht. Okay. Irgendwas mit Oliver und Patricia. Ja, ich glaube halt, die wurden hier irgendwie eingesperrt auf jeden Fall. Ja, muss ja, sonst hätten sie ja nicht Hilfe hingeschrieben. Ja, aber wer soll das lesen, wenn die im gleichen Keller eingesperrt sind? Also... Sind wir im Keller fertig? Ja. Ja. I will back. Go back. Go back, back, back. Wir haben keinen Schlüssel gefunden. Nein. Wir können nicht in den Garten. Erstmal sind wir erst in zwei. In zwei? Nein, wir können durchs ganze Haus laufen in einer Aktion. Genau. Wenn du jetzt sagst, du möchtest gern zwei, dann könntest du auch zwei sagen. Wenn du jetzt sagst, aber du möchtest gern. Wir müssen die vorher aufgedeckt haben, ne? Das ist das Ding. Ja, aber wir wissen es doch. Okay. Also das Einzige, was wir wissen, ist, dass in der Eingangshalle und im Musikzimmer noch Türen abgehen. Und wir wissen, dass in der Eingangshalle auf jeden Fall relativ viel verschlossen war. Ich würde auf jeden Fall gerne in die vier. Ja, von dem wissen wir doch gar nicht. Also, nein, wir wissen aber wenn Roy da rein will.
Die verschlossenen. Ja, wir wissen auch, dass in der Eingangshalle fast alles abgeschlossen war. Nee, die verschlossenen Türen nur sind nur zu 10 und oben zu 9. Die Türen sind abgeschlossen, da wo auch die Schlösser zu sehen sind. 9? Ja, 9 in den Garten ist auch verschlossen. Ja. Das war doch. Ja, dann gehen wir doch jetzt, erstmal zurück zu 6 und gucken mal in die 5 rein. Genau, das hätte ich jetzt aber auch. Aber können wir nicht gleich in die 5 gehen? Dann müssen wir nicht 2 Aktionen nehmen. Nee, können wir nicht. Wir können nur in den aufgedeckten Bereich gehen und danach können wir da reingehen. So, oder? Also 2 Aktionen. Ich mach mal ein bisschen lauter, weil ich glaube, aber wir können doch gleich in die Tür reingehen. Nein, so, können wir nicht. Wir müssen 2 Aktionen draus machen. Wir gehen jetzt erstmal in die 6 zurück und dann gucken wir uns nochmal um. Augenbinden auf. Augenbinden auf. Ich guck nur auf den rechten Bildschirm. Hier. Zum Freigeben. Übrigens die Eule. Der Eule von euch, der Eule. Kann aber auch sein, einer spielt nicht mit. Nee, wir spielen alle mit. William. Oh. Felix. Oh Mann, ey. Ey, wow. Ja, so habe ich auch reagiert. Eigentlich sollen wir ja nicht wissen, dass du es bist, ne? Ja. Nein, ist egal. Das Licht ist wieder an. Ereignis 5 sollen wir lesen. Könnt ihr euch noch alle dran erinnern? William und Roy. Ja. Ah, immer wenn das Licht zu flackern beginnt, habe ich Angst. Was, wenn der Killer plötzlich aus einem Kasten springt? Wenn er jemanden ermordet? Was dann? Habt ihr das gerade gehört? Ist da jemand von euch durch den Raum gegangen? Die ganze Zeit sagt er, beruhig dich, und jetzt rastet er so. Ich sag's gleich. Ich war es nicht. Jemand will seine Psychospielchen mit ins Spiel. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Wenn ich diesen Bastard erwische. Hä? Was ist das? Wo kommt dieses Ding her? Wollte der Killer gerade einen von uns töten? Und welches Ding denn? Ja, das konntet ihr nicht sehen. Da liegt ein Messer auf dem Tisch. Was steht oben drüber? Ja, aber das war gerade die Aktion, die quasi passiert ist. Achso, du hast ein Messer auf den Tisch gelegt. Ja. Du selber hast ein Messer auf dich. Nein, der Geist. Genauso wie Fenja vorhin den Zettel geschrieben hat. Nein, also, ja. Okay, ich drücke auf Bereit. Mhm. Ja. Noch ein bisschen leiser. So. Okay, jetzt sind wir in Raum 5. Nee, 6. Ne? Oder jetzt, wenn wir in Raum 5 gehen, dann müssen wir nochmal Aktion drücken. Jetzt hat er doch gerade gemacht. Nein, er hat für Raum 6 gemacht. Genau. So, jetzt. Hä? Ja, wirklich, das stimmt schon. Aber er hat doch Aktion gedrückt, damit wir in Raum 6 gehen. Danach kam Augen zumachen. Genau. Ja, dann hat er Aktion gedrückt. Nein, dann hat er Aktion. Danach hat er noch nicht Aktion gedrückt. Okay. Hör auf, mich anzuschreien. So. Ich habe nicht mehr mit dir gesprochen, sondern über dich. Kann dich gar nicht angeschrien haben. Das ist doch schlimmer. Die Bibliothek. Seid ihr bereit? Felix? Ja. Die Bibliothek wirkt viel kleiner, als sie eigentlich ist, denn die tiefen, hölzernen Bücherregale engen euch ein. Diese Regale sind unglaublich. So eine Qualität würde man heutzutage nirgendwo mehr finden. Das sind Meisterstücke. Oh. Seht euch das an. Das sind Originalwerke aus dem 17. Jahrhundert. Also das ist ja unglaublich. Wir könnten auch diese Bücher nach Infos durchforsten. Wir finden sicher was uns bei diesem Fall hilft. Da bin ich skeptisch.
Die Bücher sind viel zu alt, als dass sie uns helfen könnten. Wir sollten uns auf die neueren Werke konzentrieren. Heutzutage würde alles in dieser Bibliothek auf eine CD passen. Und mit einer einfachen Suche könnten wir alles schnell herausfinden. Ernsthaft, wir haben die Bücher nach Farben sortiert. William, hast du Kopfschmerzen? Okay. Ist da irgendwas spannend? Ich find's witzig, wie da steht, heutzutage würden all diese Bücher auf eine CD passen. Beim CD dann? Das ist auch schon halt 10 Jahre her. Naja, 2000. Wir sind ja gerade 2000. Okay. Weil 85 sind unsere Eltern gestorben und wir waren seit 15 Jahren nicht mehr hier. Also auf dem Schreibtisch liegt halt was auf, so ein aufgeschlagenes Buch, vielleicht mit Notizen oder so. Das würde mich ja, das finde ich auch spannend. Und findet ihr das auch so komisch? Ach nee, der Sessel ist zum Fenster ausgerückt. Okay, ich fand es voll komisch, dass der Sessel falsch rumsteht. Ich dachte gerade, das wäre so ein Reacher-Board vor dem Sessel. Nee, das ist so ein Fußablegen-Ding. Ja, ja. Aber es sieht schon aus wie ein Reacher-Board. Ich weiß nicht, was ein Reacher-Board ist. Das sind diese Geisterbeschwörungs. Okay, also was wir jetzt unter 2C ver. Das sieht hier. Ach Quatsch, ist ja 5, Entschuldigung. Ist mir aufgefallen, dass in dem ganzen Haus bis jetzt nirgendwo ein Fernseher war. Komisch, ne? Wo war die Videokassette hätte abspielen? Einmal Aktion bitte drücken. Action, Action. Im Schaukasten findet ihr ein Album, das von den berühmten Gerichtsverfahren der letzten 50 Jahre handelt. Die aufgeschlagenen Seiten beschreiben den Prozess, bei dem euer Großvater Harry der Ankläger war und eine Gruppe von gefährlichen Kriminellen den Namenlosen zu lebenslanger Haft verurteilt hat. Also er hat der war der Ankläger und hat die Namenlosen verurteilt. Ihr erkennt, dass jemand ein Gesicht mit einem teuflischen Lachen neben das Urteil gemalt hat. Ihr spürt ein Kribbeln im Rücken. Wer waren die Namenlosen? Wer war der Mörder? War der Mörder etwa Teil von ihnen und konnte entkommen? Wow. Das bringt uns nicht so weiter, oder? Weiß ich nicht so genau. Ja, man hat noch den Schatz im Garten. Was haltet ihr davon? Ich finde irgendwie, es sieht oben links so aus, als. Also die Bücher sind ja nach Farben sortiert, aber warum ist oben links da noch so was Rotes? Was ist da Rotes? Achso, ein so ein rotes Buch meinst du? Ja, das passt irgendwie nicht. Das fällt mir halt noch auf, aber... Oh, also mich interessiert der Raum eigentlich nicht viel, finde ich. Und oben rechts steht halt auch noch was auf dem Regal. Das ist auch eher untypisch. Das stimmt. Also ich finde halt rechts und links oben beides, also finde beides irgendwie interessant, I don't know. Ich finde das, wo auf dem Regal was steht, interessanter. Ja dann, los, B. Ihr habt eines der Objekte gefunden, an denen Johnny eine Notiz hinterlassen hat. Das Bild steht für 2 gegensätzliche Charaktereigenschaften. Eine greifende Hand, die den ganzen Egoismus vieler Menschen widerspiegelt und eine anbietende Hand, selbstlos durch und durch. Vorne auf dem Rahmen hat Johnny die Notiz angebracht: Ein Mord wird oft als egoistische Tat gesehen. Doch in diesem Fall glaube ich, dass der Killer den Mord nicht für sich selbst beging. Rache. Aber nicht für sich, sondern für... Ich weiß es nicht. Ich denke, er wollte ein Zeichen setzen, jemanden eine Lektion erteilen, aber wem? Eins ist klar, ich würde den Mörder weder als selbstlos noch als egoistisch bezeichnen. Also Mörderkreuz in der Mitte. Yes, mach ich. Und impulsiv hatten wir schon, ne? Er ist impulsiv, ja. Meint ihr denn, wir sollten das Buch trotzdem anschauen? Das in A? Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil wir bis jetzt immer nur eine Information, also wenn das schon so eine Notiz von ihm war, dann ist das schon der Jackpot und die anderen sind, glaube ich, nicht so interessant, aber wir können natürlich... Okay, nee, mir ist egal, wir können ja auch noch mal zurückgehen, das ist ja kein Problem. Wollen wir nach Raum 4 gehen? Ja, wir suchen halt immer noch einen Schlüssel. Nee, die Frage ist, hat wer noch jetzt was von euch, wo er hingehen könnte?
Raum 4. Also ich glaube, ich habe meins noch nicht gemacht, aber ich weiß auch nicht, wo meins sein soll. Also ich finde halt Raum 4 auch sehr interessant. Würde ich zweimal auf Aktion klicken, ne? Ist ja eh der einzige Raum, wo wir noch hin können. Also. Ja, die Frage ist halt, ob irgendwo noch ein Schlüssel sein könnte, den wir gerade übersehen haben. Ja, ich glaube schon, dass der theoretisch in Raum 4 sein könnte. Ne? Da ist halt auch nochmal so ein Schreibtisch und so. Sind wir in Raum 4, Roy? Sind wir in Raum 4? Augenbinde. Oh, oh. Augenbinde. Das Licht ist ausgefallen, ich kann nichts sehen. Denkt an eure Tiere. Welche Tiere? Sophie, mach mir keinen Schrecken. Wo bist du? Mach mir keinen Schrecken. Gottes Willen. Oh. Von euch war. Niemand? Das muss der Mörder gewesen sein. Er will mich umbringen. Oder jemanden von euch. Und dann? Felix. Beruhig dich, Josephine. Ich bin mir sicher, es war jemand hier. Ich habe es auch gespürt. Aber wir leben noch alle. Alles wird gut. Wir wissen nicht, wer diese Person ist und ob sie uns was antun will. Wir müssen konzentriert bleiben. Und positiv denken. Oh Gott. Wir müssen sind positiv wir denken und uns einen Plan machen. Okay, sind wir in der Eingangshalle? Nein. Warum nicht? Ich weiß nicht, wie weit du ein. Nee, wir sind jetzt in dem Raum 4. Ja, ich dachte, wir sind in der Eingangshalle. Wir haben doch erst einmal auf Aktion gedrückt. Nein, oder? Zweimal. Das war jetzt das zweite Mal. Oh, okay. Ich hätte in der Eingangshalle noch was gemacht. Wir müssen eh nochmal in die Eingangshalle, wenn wir gleich in den anderen Raum da wollen. Okay. Ich möchte nämlich noch in die Ecke D gucken, bitte. Ja, ihr könnt noch sagen, wir gucken jetzt in die Ecke. Wir sind jetzt erstmal in der Eingangshalle. Oder Blumenkopf? Ja, weil da ist ja der Blumenkopf wie draußen und vielleicht erinnere ich mich auch an den drin. Deswegen hätte ich da gerne noch hingeguckt. Also ich glaube, ich finde am spannendsten in diesem Raum so auf den Schreibtisch umlegen. Ja, ja, ich glaube, und das Spannendste ist erstmal, wenn wir uns den Raum auch durchlesen, oder? Ja, ja, stimmt. Das ist wirklich das Spannendste. Wow, Roy, das war so klug. Als ihr den Salon betretet, fühlt ihr euch, als wärt ihr gerade in die Vergangenheit gereist. Es ist nicht staubig, die Fenster wurden geputzt und sogar die Temperatur ist angenehm. Oh, der tolle Lehnstuhl, den hatte ich schon völlig vergessen. Wisst ihr was? Wir machen jetzt eine Pause. Atmen wir etwas durch und dann sind wir wieder richtig gut drauf. Ray, hey, kleiner Bruder. Würdest du vielleicht nachschauen gehen, ob du irgendwo Kekse für mich findest? Du willst doch Detektiv werden. Das ist jetzt deine erste Aufgabe. Oh, bitte. Sei nicht so egoistisch. Es ist viel zu gefährlich, allein irgendwo hinzugehen. Wer weiß, wer hier sein Unwesen treibt. Manchmal frage ich mich, ob wir wirklich die gleichen Eltern hatten. Haha. Meine Eltern. Oh. Es kommt gerade wieder etwas hoch. Was kommt denn hoch? Achso. Du hast doch eben schon gebrochen. Ja.
offene Tür. Weil wir wirklich die gleichen Eltern hatten. Das müsstet ihr ja noch wissen. Da bin ich mir auch nicht so sicher. Meine Mutter Patricia konnte jede Situation positiv sehen. Ich erinnere mich, dass wir draußen waren, aber eine gewaltige Auseinandersetzung. Kannst du ein bisschen lauter vorlesen? Da. Moment, ich muss nur ein paar digitale Hilfsmittel. Oder ein bisschen langsamer, es geht auch. Aber ja, langsamer wäre auch besser. Und nicht so meine monoton. Mutter Patricia konnte jede Situation positiv sehen. Ich erinnere mich, dass wir draußen waren, aber eine gewaltige Auseinandersetzung unserer Eltern im Salon mitbekam. Dann rief mich meine Mutter zu sich. Sie bat mich, Snacks für die Party vorzubereiten, die später stattfinden sollte. Plötzlich stürmte Tante Anna herein. Sie wirkte wie von einem Dämon besessen und schrie, dass die Kellertür offen sei. Die Geister seien entkommen, um sich zu rächen. Meine Mutter griff Anna bei den Schultern. Sie sagte ihr, sie solle die blöden Geister, den Blödsinn über Geister sofort vergessen. Vermutlich hatte der Reporter die Kellertür geöffnet. Für einen kurzen Moment wirkte es, als würde sich Anna beruhigen. Doch dann setzte die Panik wieder ein. Er hat sicher die ganzen Beweismittel unserer Taten gesehen. Die Polizei ist sicher schon unterwegs, brüllte sie durch den Raum. Lass ihn doch mal lesen. Nicht mal, Felix, halt den Mund. Tante Iris riss das Wort an sich. Sie gab Tante Anna ein Glas Wasser, um sie zu beruhigen, und befahl den Rest der Erwachsenen, den Keller zu räumen. Ich fragte meine Mutter, was sich dann im Keller befand. Sie antwortete mir nur, dass ich mich nicht in fremde Angelegenheiten einmischen sollte, und schickte mich weg. Ja, Kacke war, ne? Hä? Karte sollen wir behalten. Ja, aber das passt doch. Also wir haben den Plan vom Garten gefunden, wo irgendwas versteckt sein muss. Und wenn die Geister entkommen sein könnten und Patricia und Anna sich unterhalten haben, das heißt, die Geister könnten auch Oliver und Patricia um Hilfe gebeten haben, 1970. Also vielleicht weiß es auch nicht Patricia und Oliver Hilfe, sondern Patricia und Oliver Hilfe. So. Oder sie war ein bisschen. Ich würde jetzt auf jeden Fall noch das da vorne anschauen. Vielleicht finden wir da was, wo wir die Videokassette auslesen können. Du meinst B. C? B. B. Dora. Dora ist hier. Der alte Fernseher und der Videorekorder stehen auf einem kleinen Regal. Sie funktionieren noch. Fernsehen. Ihr habt hier unzählige Zeichentrickserien geschaut. Eure Erinnerungen an diesen uralten Fernseher sind unbezahlbar. Besitzt ihr eine Videokassette? Besitzt ihr Videokassette 1? Ach du Scheiße. Oder besitzt ihr Videokassette 2? Okay, das ist, glaube ich, vorhin passiert, dass das Licht aus war. Was ist da passiert? Das Schreien, habt ihr es gerade gehört? Nee. Haben wir Videokassette 1 oder Videokassette 2? Weiß kein Mensch, ne? Jetzt müsstest du uns sagen. Wir haben halt Videokassette aus dem Keller. Übrigens, Roy, war es voll clever, dass wir hier als letztes hingegangen sind. Ja. Weil wir hier alle Hinweise brauchen, die wir vorher schon gefunden haben. Manchmal muss man auch unkonventionelle Wege. Videokassette 1 haben wir. Also bitte Rückblende 5. Wer, die musst du lesen? Ich kann die einfach lesen. Moment. Wo sind denn die Rückblenden? Die sind ganz unter dem ersten Dokument mit der Spielanleitung. Der Auszug. Als ihr die Videoaufnahme startet, seht ihr einen bekannten Ort, das Speisezimmer. Jemand filmt mit der Kamera mit niedriger Qualität durchs Fenster, als eure Eltern in Eile den Keller ausräumen. Aktion weiter, schon gedrückt. Ihr könnt erkennen, wie sie Schmuck, ein großes Gemälde und Kisten mit Büchern aus dem Keller tragen. Eure Eltern sehen in diesem Video genauso aus, wie ihr sie in Erinnerung habt. Anna und Harry tragen die schwersten Objekte. Oliver und Patricia motivieren die anderen und geben positive Bestätigung, dass alles gut werden würde. Danach schwenkt das Video zu Richard. Er hat einen Ordner mit Papieren, die wichtig aussehen. Details sind aber nicht zu erkennen. Er fragt, wo er sie sicher aufbewahren könnte. Iris sagt, er soll sie in den geheimen Raum bringen. Wie öffne ich ihn nochmal? Fragt Richard mit einem ruhiger Stimme. Ganz einfach, sagt Iris. Du musst nur an den beiden roten Büchern ziehen.
Mann, Freunde. Da ist ein Geheim. Wow. Und, oh Mann, ich wusste das Rundebuch ist gut. Und zu eurer Enttäuschung bricht genau an diesem Punkt das Video ab. Mann, oh. Das ist ja nicht nur enttäuschend. Okay. Und jetzt ist erstmal die Frage, wollen wir hier noch was machen? Halt, stopp. Können wir erst noch mal kurz gucken? Stopp mal kurz. Warum haben Harry, wir nicht gerade Aktion gedrückt? Entschuldigung. Harry weil und weiter, Anna... Weil wir die Idee gemacht haben. Harry und Anna tragen die schwersten Objekte. Ist das jetzt aber eine selbstlose Handlung? Fragezeichen. Und Oliver und Patricia motivieren alle und geben positive Bestätigung. Ist das dann Optimismus? Aber ich glaube, wir hätten wirklich, wenn wir die Videokassette machen und kombinieren mit dem Raum, müssen wir nicht Aktion drücken. Wir müssen das nur tun. Ja. Das heißt, wir haben einmal zu viel gedrückt. Das ist doch ganz schön. Just saying. Fenjas Antwort, Fragen zu beantworten, ich würde sagen, ja. Beides. Okay, dann sind Anna und Harry selbstlos, Chrissy oder Felix, und Patricia und Oliver sind optimistisch. Also Anna und Harry, selbstlos. Mhm. Und Oliver und Patricia optimistisch. Und jetzt möchte ich aber kurz noch unter den Blumentopf gucken in Raum 7 und dann möchte ich jetzt endlich an dem roten Buch ziehen. Mann, ich hätte mich vorhin durchsetzen sollen. Wir hätten uns richtig gefreut, wenn wir den Geheimraum gefunden. Wir müssen beide noch runter. Aber vielleicht wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Vielleicht hätte es uns nichts gebracht. Das kann vielleicht sein. Kommt da gleich, habt ihr das Video voll? Oder habt ihr... Ja. Chrissy. Sieht ja nicht einfach so ein Buch. In Raum 7, ich würde gerne noch einmal unter den Blumentopf gucken, weil ich habe mich draußen beim kaputten Blumentopf erinnert. Vielleicht erinnere ich mich auch bei dem vollen und da liegen auch noch Zettel davor. Okay. Welche Nummer ist das denn? Aktionen, ne? Ja, eine. Wir sind ja schon da. Nee, wir sind ja schon da. Wir haben eine Aktion. Ah ja, richtig. Ja, absolut. Brigitte hat gesagt, für eine Aktion. Ja. Eine antike chinesische Vase, in der sich längst verwelkte Blumen befinden. Schon früher hatte sich niemand um die Pflanzen gekümmert und sie vertrocknen lassen. Es wirkt fast, als wäre das Einzige, was in diesem Anwesen überleben kann, das, was schon längst gestorben ist. Okay. Ja, ich dachte, weil... Aber eine Aktion war trotzdem weiter. Ja, sorry. Ich dachte halt, da liegen noch so Zettel, vielleicht ist es was Cooles. Aber das war jetzt in 7, ne? Wir waren in 7 doch noch gar nicht, oder? Haben wir in 7 den Raum schon? Okay. Bei der erste Raum. Wir haben noch gesagt, wir haben... Ja, okay. Ja, passt. Waren wir denn schon fertig in 6 eigentlich? 4? Ja, da musst du schneller reagieren. Dass man nur mehr als eine coole Sache und noch was Beiläufiges nicht findet. Ich hätte da gerne noch mehr gesucht, ehrlich gesagt. Ja, was hättest du denn da gerne noch gesucht? Weiß ich nicht. Ich hätte gerne noch mal rumgestöbert. Ich würde jetzt... Okay. Hättest du halt mal vorher sagen können, bevor wir... Jetzt müssen wir halt wieder eine Aktion verwenden, um zurückzugehen. Dann würde ich jetzt erstmal zu den Büchern gehen. Aber wo sind wir denn jetzt gerade? Wir sind in... der Eingangshalle. Okay, Eingangshalle. William, hast du vielleicht was in der Eingangshalle? Momento. Du bist nicht William. Da fängt schon an. Das stimmt. Im Eingang? Mhm. In der Eingangshalle 7. Bei mir steht bei Eingang Josephine. Hm? Nein. Nein. Nein, du musst nicht. Ach, hast du nicht vielleicht was in der Eingangshalle? Ach so, nein. Ich denke. Okay, gut, dann halt nicht. Hä? Stopp. Was ist denn in der Eingangshalle zu sehen? Du sollst deine Charakterkarte lesen und danach kombinieren, ob du irgendwas hier angucken möchtest, wo du dich erinnerst. Vergesst das mit dem Salon, da muss ich doch nichts machen. Das ist alles gut. Es ging auch nicht um dich. Scheinbar hat Brigitte Williams Charakter gelesen und möchte ihm sagen, dass er vermutlich den Hutständer angucken muss. Ich weiß. Was? Daraus würdest du einen Mantelständer lesen? Wo jetzt? Was jetzt? Siehst du noch einen Kleiderständer in dem ganzen Raum? Du meinst im Eingang oben links, oder? Das würde ich nie mit einem Kleiderständer. Ja, aber was ist denn dein Hinweis? Dein Hinweis ist ja auch nicht Mantel. Ja, finde ich auch. Natürlich ist das ein Kleiderständer oben links. Oben. Genau, ist von oben. Ich möchte doch Peter. Ja, das war doch ziemlich eindeutig, William. William, wollen wir jetzt mal... Das ist ein Kleiderständer, das ist mir schon klar. Aber jetzt sag doch, was ist denn dein Hinweis? Berechnen schlägt sie im richtigen Moment. Nein, was ist dein Hinweis? Was musst das du suchen? Das ist mein Hinweis. Nein, ich hab... Hä? Bei geheimen Informationen. 22.04 Uhr. Ach, bräh.
Peter. Okay, was denkst du denn, William? Ich habe diesen Satz kombiniert und dachte so, hä? Ja, dann würde ich schon da gerne mal drüber gucken. Warum denn, William? Warum denn? Warum willst du denn an diesem Mantelständer gucken? Da hast du gar nicht Mantel draufstehen. Ja, irgendwie kann ich mich nur so an so einen Hut erinnern, aber ich weiß gar nicht mehr, wo das da damals war. Ah, naja, aber hier hängt ja Gott sei Dank ein Hut. Peter wäre schon. Auf dem Hutständer hängen die Überbleibsel eines alten Filzhutes. Motten haben sich durch den kompletten unteren Teil des Hutes gefressen, wodurch er aussieht, als würde er schreckenserregend lachen. Ihr fühlt euch unwohl. Besonders William wirkt von diesem Hut mitgenommen. Ihm kommen die Erinnerungen an sein Ereignis vor 15 Jahren hoch. Rückblende 1. William, was ist die Rückblende 1? Anleitung, Ereignis? Dieser Hut. Er gehörte einem... Was denn jetzt? Na, alles gut. Alles gut. Dieser Hut. Er gehörte einem Reporter, der uns besuchte. Er wollte einen Artikel über die Familienhistorie verfassen. Ich war so aufgeregt, denn damals wollte ich Journalist werden. Doch Onkel Richard, der unglücklich über das Herumschnüffeln des Reporters war, schlug ihm die Tür vor der Nase zu. Großvater Harry und mein Vater Oliver kamen herein, um zu sehen, wo der Lärm herkam. Vater befand, dass dem Reporter der Einlass nicht verwehrt bleiben solle. Adel verpflichtet, sagte er. Ich kann mich noch nicht genau daran erinnern, was ihm Richard darauf sagte. Deine Traditionen werden uns noch alle ins Grab bringen. Was, wenn er herausfindet, was wir getan haben? Vater winkte mir zu und bemerkte daraufhin nur, dass er sich um den Reporter kümmern würde, während er den Journalisten bei einer Tour auf dem Anwesen begleitete. Wurden die beiden von Richard und Harry genau beobachtet. Als der Reporter mein Vater eine Frage stellte, auf die er keine Auskunft geben wollte, wurden Richard und Harry nervös. Sie meinten nur, dass manche Dinge drunter und drüber gehen würden. Ich wusste nicht, was sie damit meinten. Kurz darauf wollte der Reporter den Keller sehen, was meinem Vater sichtlich unangenehm war. Er begann zu stottern und wurde ganz rot. Doch noch schlimmer als das war Richards Gesichtsausdruck. Er sah aus, als wolle er meinen Vater erwürgen. Okay, Oliver ist traditionell. Yes. Und ich würde, also ich weiß nicht genau, aber ich würde fast sagen, er ist weder naiv noch skeptisch, aber weiß ich nicht genau. Aber finde ich, konnte man jetzt so aus keinem wirklich rauslesen, was man über ihn bisher weiß. Aber denn unsere Eigenschaften kombinieren als Erbe? Ich glaube nicht. Also ich hätte jetzt auf jeden Fall ziemlich Lust, am roten Buch zu ziehen. Ja, ja. Lass mal machen. Ich drücke dann auf Aktion, ne? Alles klar. Warte kurz, einmal. Ist das jetzt, also warte mal, zwei, genau, bei rechts und links steht nämlich beides ein rotes Buch. Ja, wir müssen also beide Regale haben, ne? Das sind zwei Aktionen. Einmal in Raum 5 und einmal links oben. Ja. Genau, zwei Aktionen halt. Moment, zwei Aktionen. Ich muss noch eine zweite machen. Krass, dass so lange nichts mehr passiert ist. Das macht mich ein bisschen fertig. 5a, Geheimtür. In einem der schweren Bücherregale befinden sich viele antike Bände. Ihr erinnert euch an eure Tante Iris, die immer meinte, dass diese Bücher nur für Erwachsene wären und ihr sie mit euren kleinen Händen nicht einmal gut greifen könntet. Jetzt fragt ihr euch aber, ob sie wirklich etwas verstecken wollte. Ihr seht die Buchrücken durch und erkennt Klassiker wie Don Quixote, Hamlet und Moby Dick. Zwei weitere rote Bücher ohne Titel stechen heraus. Als ihr versucht, sie herauszuziehen, könnt ihr ein lautes Klicken hören. Schnell macht ihr einen Schritt zurück, als sich plötzlich das Regal bewegt und ein Gang zum Vorschein kommt. Yay. Nehmt Nightmare-Karte 12. Die habe ich euch, glaube ich,
ganz unten drunter eingescannt, unter die, in der PDF 2. Ja, 11 ist da erstmal. Ist 11 richtig? Die 12, hat sie gesagt. 12. Aber es gibt nicht 12, die Karte, die sie... Genau, genau, es gibt 11. Ja, nee, es ist aber, ich habe euch 11 nicht eingescannt, sondern ich habe euch nur 12 eingescannt, kommt bei euch aber hinter 10. Ihr seht ja, so einen Raum. Ihr seht einen Raum. Und das ist jetzt wichtig zu sehen. Alles andere ist völlig uninteressant. Das ist Raum 11. Nehmt Nightmare-Karte 12. Das ist das, was ihr habt. 11 haben wir noch nicht erwähnt. Warum auch immer. Okay. Okay, was möchtest du jetzt sagen? Ich sehe jetzt einen Raum oder ich lese die... Also entweder nein, lese ich die nehmt Nightmare-Karte 12. Der Raum. Nur der Raum. Wir lesen noch nichts. Wir haben keinen Text, wir haben nur die 12. Okay. Nein, ach, wir haben bis jetzt haben jedes nicht. Mal... Du hast die 11 eingescannt, das möchte ich dir damit gerade mitteilen. Es ist Seite 12, deswegen ist es Nightmare-Karte 12. Es ist auf jeden Fall das, wo kein Text steht, sondern ich habe euch nur einen Raum eingescannt. Ganz am Ende. Die allerletzte Karte ist definitiv ein Raum. Welche Reihenfolge das ist in dieser Einscan-Sache, weiß ich nicht. Ich habe es vorhin nur gescannt. Silvia, ich behaupte, wir brauchen sowieso beides. Ja, weil bis jetzt jedes Mal, wenn wir einen Raum neu betreten... Da hast du vollkommen recht. Es ist vollkommen recht, nur die 12 hat keinen Anfangstext. Deswegen gucken wir jetzt erstmal... Ich habe den Satz noch nicht zu Ende gelesen. Vielleicht lesen wir gleich 11. Aber erstmal zählt 12. Ich verstehe noch nicht, was du unter 12 meinst. Den Raumplan. Es ist Seite 12. Sie hat 12 Karten vor sich liegen. Die hat sie gescannt, deswegen ist auf Seite 12 ihre Karte 12. Da ist aber Raum 11 abgebildet. Genau. Ich kann dir das nicht sagen, ob das wirklich Raum 11 ist. Ich zeige euch die Karte von Raum 12. Wir haben sie doch hier. So sieht sie aus. Und ich habe... Ja, und da steht 11. Alles klar. Okay, Leute, auf der Rückseite steht hier bei mir 12. Ja. Das ist das Problem. Sag uns doch, dass wir vom gleichen. Du hast uns ja nicht die Rückseite gescannt. Leute, ich habe mir doch die Karten nicht gemerkt. Ich habe ja auch noch ganz viele Karten zu 11. Und deswegen, bitte, wenn ich sage, eine Raumskizze, ist es die Raumskizze, die ihr habt. Und ob das Karte 34 oder 739 ist, ist es die einzige Raumskizze, die ich gescannt habe. Okay, wir gucken die einfach mal an. Ja, aber dann müssen wir doch jetzt den Text zu Raum 11 lesen von Raumkarte 12. Das weiß ich noch nicht, weil ich den Raum noch nicht lesen konnte. Mann, guckt euch die Raumskizze an. Ja, das ist jetzt die Aufgabe. Und wenn da steht, der Weihnachtsmann kommt als nächstes, dann kommt der kurz, dann machen wir eine Polonaise durch den Raum und dann gucken wir mal, was wir als nächstes lesen. Eure Augen versuchen sich schnell an die Dunkelheit zu gewöhnen. Wir gucken gerade auf 12. Seit wann haben wir schon so viel in die Vergangenheit befördert eigentlich? Das sieht ganz witzig aus. Okay, Freunde, ihr könnt euch freuen, denn da steht's. Und jetzt nehmt ihr Karte Nummer 11 und lest sie vor. So, wir können uns beruhigen. Hat wohl geklappt. Und das ist der Geheimraum? Ja. Ich habe auch jetzt die Aufregung nicht verstanden. Das war doch komplett logisch. Ja, ich habe dich doch nur danach gefragt, was die Vorderseite auf der Raumkarte ist. Mehr war's. Das ist aber nicht die Vorderseite. Wenn du die Karten hier sehen könntest, es gibt 5 Karten für 11. Es gibt ganz viele Karten, die danach kommen, die ich euch nicht eingescannt habe. Und deswegen habe ich gerade so ein bisschen Schnappatmung, weil es nicht logisch ist mehr an dieser Stelle. Gar nicht logisch. Gitte ist manchmal ein bisschen impulsiv. Es mag sein. Eure Augen versuchen sich schnell in die Dunkelheit zu gewöhnen. Nach einigen Minuten erkennt ihr die Konturen eines Lichtschalters an der Wand. Durch das Umlegen des Schalters ist der Raum plötzlich von fluoreszierendem Licht durchflutet. Als ihr den Raum betreten wollt, werdet ihr von William gestoppt. Halt, stopp! Dieser Raum ist voll mit Beweisen. Felix und ich gehen vor. Wir analysieren die Objekte besser als ihr. Glaub niemals deinem ersten Eindruck. Hier erfahren wir wohl, wer unsere Eltern wirklich waren. Aber war der Rest des Anwesens denn nur eine Ablenkung? Faszinierend. Ich bin mir sicher, dass dieser Raum möglicherweise der Schlüssel zu all dem ist. Er ist so modern. Ich dachte immer, dass sie meinen Geschmack für klassische Einrichtungen teilten. Doch hier gingen sie wohl eher nach deinen Vorlieben, William. Ich bin auf jeden Fall für diese Perücken. Ich richtig cringe. Diesen Raum würde ich gerne jede Ecke durchsuchen. Ja, außer vielleicht zum Beispiel D und es gibt, glaube ich, auch nur A und B, oder? Aber ich gucke, ja, es gibt nur A und B. Es gibt nur A und B. Ja, dann beides. Ach so, okay. Dann ich würde mit A anfangen, wenn man auf die Zeit schaut. Oder? Okay. A. B sind die Unterlagen. Ich möchte es jetzt hier nicht entscheiden. Also. Aber B sind die Unterlagen, William. Ja, du bist doch extra vorgegangen. Jetzt willst du es nicht entscheiden. Ich dachte, du kannst das besser als Felix hier. Und ich machen das, ja? Felix,
Willst du auch B folgen? Ihr müsst schon sagen, wann ich auf Aktion drücke. So. Felix. Ne? Auf jeden Fall jetzt. Felix, William will sich doch mit dir besprechen. Jetzt antworte ich ihm doch. Mit mir? Ja, ihr seid doch vorgegangen, weil ihr das besser könnt. Felix. Wollen wir B oder A? Wollen wir rechts oder links hingehen? Ich dachte, wir machen alles. Ja, aber was zuerst? Jetzt ist mir doch egal. Oh, wir machen jetzt B, Felix. An der Wand seht ihr ein Bild, das mit einem Stück Stoff verhüllt wurde. Als ihr den Stoff entfernt, erkennt ihr sofort das Porträt eurer Familie, gemeinsam mit Großvater Harry. Sie sehen alle so glücklich aus. Und anders, als ihr sie in Erinnerung habt. Sie tragen die gleiche Kleidung, aber irgendetwas an ihnen ist anders. Ihr kriegt gleich das Bild. Ihr seht euch weiter um und findet zwei Kisten mit der Aufschrift Lernmaterial. Sie sind gefüllt mit Fotoalben, Tagebüchern und anderen Erinnerungsstücken. Die Fotos zeigen die gleichen Personen wie auf dem Familienporträt. Und auch sie sehen euren Eltern ähnlich, aber gleichzeitig auch anders. Wie ist das möglich? Alter, vielleicht wurden unsere Eltern schon viel früher umgelegt und da in einem Keller gesperrt und wir haben die ganze Zeit mit Fake-Eltern gelebt. Ja, das habe ich auch schon gedacht. Da habe ich doch auch mal so einen Film gesehen. Da war das auch so cringe. Mit den Großeltern. Lesen. Ja, du musst es ja auch nicht lesen, habe ich ja gerade vorgelesen. Das Wichtige ist doch nur das Bild. Ja. Oh Gott. Das waren ja, das gar kann nicht aber Eltern. Wieso sind es dann nur die beiden Namen gewesen? Achso, eure Eltern. Nein, nur Oliver und Patricia. Nein, ja. Royce und Brigittes Vater, Mutter und unser Vater, William und mein Vater. Okay, soll ich jetzt A nochmal vorlesen? Ja. Okay, Aktion. Aktion. Oh, das sind bestimmt Olivers Haare. Oh Gott, Papa. Augenbinden. Papa war nicht mein Papa. Josephine, es wird alles gut. Oh Gott. Generator macht mich fertig. Aber ich habe natürlich keine Angst vor der Dunkelheit. Ich mag nur den Gedanken nicht, dass sich jemand an mich anschleicht. Und dieser Bastard traut sich das nur, wenn die Lichter ausgehen. Zeig dich, du Feigling! Ich bin mir sicher, dass jemand meine Schulter berührt hat. War es jemand von euch? Oder warum würde das jemand machen? Um mir einen Schrecken einzujagen? Oder bin ich vielleicht zu etwas auserwählt worden? Okay. Ich würde mal sagen, wir sind bereit. Es geht noch weiter. Okay. Was machen wir denn jetzt?
jetzt müssen wir wieder. Wir lesen jetzt Ereignis A. Ganz genau, da haben wir auch schon für gedrückt. Ein riesiger Schminktisch mit einem Spiegel lehnt an der Wand. Auf dem Tisch erkennt ihr viele Dinge, die ihr auch dort erwarten würdet. Make-up, Kämme, Haarprodukte. Doch dort ist noch mehr. Perücken, falsche Bärte, Haarfärbemittel, farbige Kontaktlinsen und einiges mehr. Am Gestell an der Wand könnt ihr weitere interessante Objekte erkennen. Unter anderem Waffen und Fläschchen mit komischen Flüssigkeiten. Daneben findet ihr eine von Johnnys Notizen. Ich bin gespannt, was ihr hiervon haltet. Was meint er damit? Foto kommt. Aber sagt euch auch nichts. Also es ist nicht sehr sinnvoll, das Foto, finde ich. Naja, doch, es sind auf jeden Fall Oliver und Patricia von den Haaren her. Ah. Das heißt, Oliver und Patricia wurden ausgetauscht. Aber weißt du das? Ach so, aber nur von dem Stammbaum jetzt die Bilder von denen. Nee, weil Oliver und Patricia auch um Hilfe gerufen haben im Keller 1970. Das heißt, 2 Jahre vor meiner Geburt war mein Vater wer anders. Das finde ich richtig gruselig. Das heißt ja, quasi, dass ich und auch, ich glaube, Roy, ja, wir, Roy, Brigitte und ich, das würde ja bedeuten, dass wir alles keine richtigen Craftens sind. Ja, und William doch auch Craftens. Nicht. Ah ja, und William auch nicht. Was? Wir 4 wären alle keine Craftens, weil wenn Papa und Patricia irgendwelche Doppelgänger hätten, 1970 in den Keller gesperrt worden wären. Oh mein Gott, aber Iris, wie gehört Iris dazu? Das würde ja bedeuten, dass Anna und Richard irgendwie, weiß nicht, vielleicht unter einer Decke stecken und unsere Eltern irgendwie versteckt haben, aber warum hat Iris das nicht gemerkt? Das sind ihre Geschwister. Komisch. Das ist alles strange, aber das heißt ja schon, dass quasi alle ausgetauscht wurden, oder? Nee. Meinst du nicht? Also guck mal, das Foto, also ich finde, da sieht man, dass auf welchem Foto jetzt? Auf dem Foto, auf dem Porträt. Ja. Da würde ich behaupten, da sieht man Iris und Opa. Mhm. Und links würde ich sagen, sind Anna und Oliver und rechts Richard und Patricia. Ja, auf jeden Fall, genau. Ja, stimmt. Also Fake-Haare, finde ich, hat eher Iris, aber Patricia auch. Ja, Patricia auch, auf jeden Fall. Bei den Männern sieht man es nicht so richtig. Ja, weil so oder so müssten ja quasi es alle gewusst haben, oder? Man sieht das doch. Oder wann ist dieses Film? Ach, vielleicht ist es noch vorher aufgenommen worden. Aber sie sehen scheinbar allen nicht so ähnlich. Steht das da? Ja. Und wir müssen auch noch dran denken. Dann wurden die alle ausgetauscht. Aber warum? Keine Ahnung. Unsere Eltern waren ja scheinbar, oder unsere Großeltern waren ja scheinbar reich, ne? Boah, wir müssen dringend in den anderen Raum. Ja, aber Opa hätte das doch gemerkt, wenn seine Kinder alle wer anders sind. Achso. Vielleicht also, ist der auch gestorben. Boah, vielleicht wir müssen dringend in den Garten. Was brauchen wir, um in den Garten einen zu kommen? Einen Schlüssel auf jeden Fall. Den haben wir noch nicht gefunden. Dafür müssen wir noch verschiedene andere Sachen durchsuchen. Ja, dann lass uns doch jetzt in der Bibliothek nochmal D durchsuchen. Die Bibliothek war ja ziemlich geil bisher. Na, natürlich können wir jetzt erstmal wieder in jeden Raum gehen, oder? Ja, jeder Raum. Wir können ja mal überlegen, wo wir noch nichts Gutes gefunden haben. William, wir sind gerade in der Bibliothek. Na, wir sind im Geheimraum. Ja, aber... Ihr hättet recht, wir müssen schon... Wir müssen jetzt erstmal eine Aktion durchführen, um irgendwo hinzugehen. Genau, also ich überlege halt gerade... Die Bibliothek war halt bisher in jeder Ecke ganz cool.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es die Namenlosen vielleicht sind. Ah ja, das stimmt. Verurteilt. Also die Bilder scheinen ja schon noch relevant zu sein hier bei dem Fall. Also in der Bibliothek ist ja noch ein Bild an der Wand. So, hier ist noch ein Bild. Da waren wir schon. Ja, haben wir die Uhr schon angeguckt? Nein. Nee. Und oben rechts ist da immer noch ein Bild. Ja, stimmt. Hier ist auch noch ein Bild. Genau. Aber im Flur hängt theoretisch auch noch ein Bild in 7. Und am Klavier hängt auch noch ein Bild. Also viele Bilder. Ich würde persönlich, wenn wir jetzt gerade in der Bibliothek sind, ich weiß nicht, ob wir da jetzt nochmal die Wand angucken oder ob wir ins Musikzimmer gehen und das Klavier anschauen. Wo vermutet ihr am ehesten Schlüssel? Ich glaube, wir werden den Fall aber nicht abschließen, bevor wir nicht zumindest ins Gartenhaus oder in diesen anderen abgeschossenen Raum. Ja, Schlüssel würde ich am ehesten in der Standuhr vermuten. Also, haben wir die Keksdose schon? Nein. Ist sie das in der Ecke in der Küche, ne? Ja. Ja, das ist nämlich kein Teller, das ist die Keksdose. Ich würde sagen, das ist eine Keksdose. Ja, dann lass uns 3 und die Keksdose angucken. Das finde ich auch, glaube ich. Weil irgendwie ist das ist so ein typisches Versteck für den Schlüssel. Ja. Okay, ja, das habe ich ja vorhin auch gesagt. Das war doch mein erster Satz, den ich gelesen habe. Okay, der Eisenschlüssel. Ja, aber du hast die Keksdose bisher noch auch, also du hast das auch nicht als Keksdose entdeckt. Das ist richtig. Ja. Und ihr wart aber gut. Der Eisenschlüssel. Wir können ihn behalten. Ihr findet eine grün-weiß karierte Keksdose. Sie sieht ganz. Wir zweimal Aktion drücken. Ja, das ist richtig. Sorry. Okay, wir haben einen großen Eisenschlüssel auf jeden Fall. Okay, aber wir brauchen theoretisch 2 Schlüssel. Nee, wir brauchen einen für Zimmer 10 und einen für den Garten. Genau. Dann ist jetzt die Frage, ob wir jetzt erst in den Garten gehen oder ob wir jetzt nochmal in die Stand... Also hat jeder von euch... Also Brigitte hat die Keksdosen-Erinnerung. Ich hatte die Blumentopf-Erinnerung. William hatte den Mantel und den Hut. Roy? Ich hatte die... Den Streit. Ah ja, das ist die Salon, die Erinnerung, auf jeden Fall. Und Felix? Ich hatte noch keine Erinnerung. Und warum hattest du deine Erinnerung? In dem abgeschlossenen Raum unten. Und ich vermute noch eine zweite Erinnerung. Ohne dass ich weiß, dass ich da reingucken kann, aber ich denke mal, die ist da drin. Okay, und hast du eine Idee, wie du den Schlüssel dazu kriegst? Nein, okay. Das ist nicht Teil von meinem Hinweis. Und was hat Roy gerade gesagt? Ich habe gesagt, ich vermute noch eine zweite Erinnerung im Garten. Okay. Ich erinnere mich auch ans Speisezimmer. Aber ja, da sind wir doch auch gerade. Das ist ja voll praktisch. Nein, wir sind in 3. Wir waren, aber das ist doch, du hast dich doch. Wir waren. Nee, wir müssen, das kostet halt eine Aktion, wenn wir da jetzt hingehen. An was erinnerst du dich denn? Wenn ich das wieder wüsste. Ich würde schon gern wissen, was da war. Was war denn das, was du mit dem Hut zusammengebracht hast? Ja, dann lass uns doch die Standuhr angucken. Was war dein Ereignis? Hatte was mit dem Speisezimmer irgendwas zu tun? Hast du irgendwas gehört? Punkto, Teppich, Tisch? Nee, muss nicht sein. Bei mir steht auch nur irgendwas in der Bibliothek. Aber, naja gut, bei mir war es halt direkter Zugang zur Keksdose. Also wenn jetzt das Ereignis was mit irgendetwas im Raum zu tun haben könnte, wäre es einfacher. Dann lass uns doch die Standuhr angucken. Das hatten wir doch eh gerade ins Auge gefasst. Und wenn William, der sich noch an was erinnert, dann lass uns das doch machen. Wir haben ja sonst nichts gefunden im Speisezimmer. Wir waren ja auch bisher nur an dem umgekippten Stuhl. Okay, Aktion. Früher hat euch nichts mehr beruhigt. Zweimal Aktion. Als das gleichmäßige, friedvolle Ticken dieser alten Standuhr. Jetzt aber fragt ihr euch, wie es möglich ist, dass sie noch immer auf die Sekunde genau tickt. Hat Johnny sie repariert? Mehr passiert nicht. Ich dachte, du hast dich da an was erinnert, William. Nicht bei der Standuhr. Aber im Speisezimmer. Ja. Und was ist mit B? Irgendwie erinnert mich dieser Kreis an etwas. Auf das Bild gucken. Ja. Brigitte? Ja. 2B. 2B. Okay. Noch eine Aktion. In der Holzvertäfelung der Wand findet ihr ein großes Loch. Kam hier etwas zu einer Auseinandersetzung?
William geht zum Loch und mustert es genauer. Plötzlich erstarrt er. Ein paar Sekunden lang. Und mustert das Loch genauer. Ein paar Sekunden steht er regungslos da, dann fährt er das Loch mit den Fingern ab. William sagt, ich erinnere mich gerade wieder daran, wie dieses Loch entstanden ist. Ich wünschte aber, ich würde mich nicht erinnern. William liest Rückblende 11. Ich finde das so geil, dass William so spät entdeckt hat, dass er sich an Dinge erinnern könnte. Dieses Loch in der Wand, ich erinnere mich noch genau, als Panik ausbrach. Tante Iris befahl uns schnell, unsere Sachen zu packen. Sie gab uns nur eine halbe Stunde, aber ich hatte meinen Teddybären verloren. Also fragte ich meine Mutter, ob sie ihn gesehen hatte. Unsere Eltern waren im Speisezimmer versammelt. Sie sprachen darüber, die Benzinkanister aus dem Keller zu holen. Ich fragte, wofür, doch in dem Moment kam Tante Patricia aus dem Keller rauf und schrie, dass die Benzinkanister verschwunden seien. Jemand von euch will uns alle sabotieren, rief sie. Voller Wut schlug sie das Loch in die Wand. Die Schmerzen in der Hand bewegten sie zu einer umfassenden Schimpftirade. Großvater Harry versuchte, so wie immer, Patricia zu beruhigen. Es sieht nicht gut aus, aber wir müssen ruhig bleiben, sagte er. Tante Iris übernahm das Kommando. Sie leitete den Suchtrupp und bat alle, die Kanister zu suchen. Ich begann zu weinen. Es war mir zu viel. Opa Harry kniete sich neben mir. Er versprach mir, dass er mir einen neuen Teddybären kaufen würde, wenn das alles vorbei wäre, und gab mir einen Kuss auf die Stirn. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Kann es sein, dass die sich befreit haben und ihre Doppelgänger quasi umbringen wollten? Aber dann ist jetzt auf jeden Fall, so, irgendeine der Patricias ist auf jeden Fall impulsiv. Ich meine, sie hat ein Loch in die Wand geschlagen. Das habe ich schon angefreut. Das heißt denn irgendeine der Patricias? Ja, die Patricias. Naja, die echte oder die unechte. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es die irgendwie alle eventuell zweimal gibt. Ja, aber ich. Ja. Aber glaubst du wirklich, dass es so ist, dass eine von den Eingesperrten, die dann umgebracht hat, und nicht eine von den Doppelgängern? Naja, es ist halt die Frage, also entweder ob die jetzt alle Doppelgänger, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle Doppelgänger waren. Das glaube ich auch nicht. Also ich denke mal, es sind ein oder zwei. Und eigentlich würde es ja am meisten Sinn machen, das verwirrt mich so sehr, dass es aus jedem Elternteil einer ist. Also zumindest bei William und mir und bei Brigitte und Roy, also einmal Mutter und Vater. Weil es wird ja irgendwie dann mehr Sinn machen, wenn so ein ganzes Ehepaar fake ist, weil du musst dir das deinem Partner auch vorgaukeln. Also du merkst das ja, wenn dein Partner verkleidet ist und eigentlich wer anders. Also das ist ja Quatsch. So. Also, wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Ja. Sehr schon komisch. Also, aber irgendwie hat ziemlich viel Patricia damit zu tun. Und ich fand auch die Perücke in dem Raum, zumindest die eine, sah sehr halt wie ihre Haare aus. Mhm. Und es macht ja auch irgendwie, weiß ich nicht. I don't know. Komisch. Ja, uns fehlt immer noch ein Schlüssel, ne? Dann gehen wir jetzt. Also das heißt, wir haben jetzt noch nicht alles im Musikzimmer. Also klar, in so einem Klavierkasten steckt halt auch immer noch mal was drin. Genau, Klavierkasten. Haben wir jetzt im Salon haben wir bis jetzt auch nur den Fernseher und... Felix, hast du denn noch einen zweiten Hinweis? Also du hast ja gesagt, in dem abgeschlossenen Raum, und wir haben ja alle zwei Sachen. Nee, ich hab keinen, nur einen. Aber sicher? Ein dickes Wort. Einen Schlüssel haben wir, aber das ist die Frage, ob es da nach draußen ist oder in 10. Kommt nach draußen, das ist der große Eisenschlüssel. Ich glaube, in der Halle hat der anders gefehlt. Ist aber eigentlich ganz nice, wenn wir mal ein Rollenspiel in einer anderen Zeit machen, dann können wir alle so ein Sepia einstellen. Ja.
Also du hast nur einen Hinweis, also ein dicke Drogeswort. Genau. Okay. Und Brigitte, bei dir war es die Keksdose und was noch? In der Küche war es der Kühlschrank oder so. Also es war auf jeden Fall, habe ich beides abgegrast. Okay. Und Roy? Garten. Ja, dann lass uns doch mal gucken, ob der Eisenschlüssel rausführt. Oder? Wir gucken halt, ob er in Felix Zimmer passt. Ja. Hey, wir können ja jetzt noch mal kurz, ich meine, das ist ja, wir können ja noch mal kurz gucken bei 7. Warte. Ah ne, das hat Brigitte doch, glaube ich, vorgelesen. 7, oder? Dummes Eisenschloss, geh auf. Hex, Hex. Ja. Also 10 rein. Nein, 7 ist das dumme Eisenschloss. Und warte kurz, bei 10, ich gucke da auch nochmal kurz. Ja, 7 zu 10. Das ist das doch. Sonst wäre es 6 zu 9. Also, 7 zu 10. Gehen wir rein. Ja, was ist denn, welches Schloss haben wir denn in Raum 6? Das möchte ich gerade nochmal gucken. Ja, das wäre zu 9. Genau, und dann würde da stehen, ich kann euch sagen, Freunde, wie der Schlüssel heißt. Ich sage euch, wie der Schlüssel heißt. Wenn ihr den Kupferschlüssel nicht besitzt, dann könnt ihr nicht. Und jetzt haben wir den Eisenschlüssel. Genau, und darauf wollte ich hinaus. Das wollte ich einmal überprüfen, damit wir keine Aktion verschwenden. Genau. Ja, dann können wir jetzt zu 7 gehen und dort eine Aktion aufwenden und zu 7 gehen. Und dann den Schlüssel, den Eisenschlüssel ins Eisenschloss. Also, Aktion für 7. Ja. Arbeitszimmer. Es ist 10 Arbeitszimmer. Das haben wir alle. Erst müssen wir in 7 gehen. Und dann müssen wir den Schlüssel benutzen. Mhm. Und das kostet keine Aktion, der Schlüssel benutzen. Nee, aber wir wollen in das Zimmer, also ist es eine Aktion. Ja. Okay. Und wir lösen Arbeitszimmer. So, gucken wir erstmal, vielleicht müssen wir auch die Augen zumachen. Ja. Eieieiei. Oh. Oha. Ereignis 8. Jetzt ist alles vorbei. Oha. Moment. Plötzlich hört ihr einen lauten Schrei aus dem Keller und lauft hinunter. Ihr hört ein leises Atmen hinter dem Bücherregal. Schnell verschiebt ihr es und findet dahinter einen kleinen Geheimraum. In einer Ecke liegt Johnny, zusammengekauert auf dem Boden. Er wurde gefesselt mit einer Mischung aus Angst und Freude sieht er euch ein nach dem anderen an. Daraufhin sagt er: Ich bin so froh, dass ihr mich gefunden habt, aber hört mir genau zu, es ist alles anders, als ihr denkt. Der Killer. Plötzlich hört der Strom wieder aus. Im Keller ist es stockdunkel. Ihr hört schnelle Schritte, gefolgt von einem lauten, schrecklichen Geräusch. Als die Lichter wieder angehen, blickt euch Johnny panisch an. Seine Kehle wurde von links nach rechts durchschlitzt. Blut spritzt aus der Wunde. Während sein Gesicht bleich wird, versucht er noch zu sprechen. Doch das Einzige, was noch aus seinem Mund kommt, ist ein leises Krächzen, bevor er in sich zusammensackt und nicht mehr ansprechbar ist. Johnny ist tot. In seiner Hand erkennt ihr eine Notiz. Wenn meine Methode stimmt, dann ist hier irgendetwas faul. Wenn ich die Charaktereigenschaft analysiere, kann es nicht nur eine Möglichkeit geben. Aber das kann doch nicht sein. Die Ereignisse im Jahr 1970 sind der Schlüssel. Der Killer war durch sie motiviert, die Morde zu begehen. Doch was geschah damals? Beantwortet jetzt gemeinsam die folgenden Fragen. Alter. Bis danach weiter. Was geschah 1970? Naja, da wurden irgendwie Personen ausgetauscht, oder? Ja. Also auf jeden Fall irgendwas mit Patricia und Oliver, die wurden in den Keller gesperrt oder so. Welcher der 6 Verdächtigen passt am besten zum Profil des Mörders? Ist Johnny der Mörder? Also wir haben 2 Sachen zum Mörder. Er ist impulsiv und er ist weder selbstlos noch egoistisch. Gibt es noch einen Charakter, der genauso ist? Irgendwie doof, ich würde jetzt eigentlich gerne weitermachen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir super viel random geklickt haben. Habe ich auch nicht, aber... Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob man wirklich 2-mal klicken muss, um den einen Raum zu verlassen und in den anderen zu gehen. Hätte ich auch nicht gesagt, aber... Wieso denn verlassen? Das haben wir ja auch nicht gemacht. Doch.
Ja, das hat gesagt, man muss erst in den Raum davor, um dann in den Raum zu gehen. Nein, nur wenn wir den Raum noch nicht aufgedeckt haben. Ja, aber man kann doch auch durchs Haus gehen und in den ihr sagt ja beide dasselbe. Fenja sagt, wenn wir den Raum noch nicht aufgedeckt haben, müssen wir klicken. Und ihr sagt, wir müssen nicht klicken, wenn wir von einem Raum, der schon da ist, in den anderen gehen. Ist beides richtig. Und wir haben geklickt. Wir haben viermal geklickt. Das ist beides nicht richtig. Da steht doch, eine Aktion ist, wir können unsere Figur in einen aufgedeckten Bereich bewegen. Genau, in einen aufgedeckten Raum. Und das haben wir ja gemacht, indem wir in 7 gegangen sind. Und in 10 konnten wir nicht einfach reingehen, weil wir den noch nicht aufgedeckt hatten. Deswegen mussten wir eine zweite Aktion aufwenden, um in den Raum zu gehen, oder nicht? Das stimmt. Aber, na gut, ich hatte wirklich gedacht, dass wir im Haus hin und her gehen. Nee, das wäre auch unlogisch, das stimmt. Gehen kann nur eine Aktion sein. Gut, aber jetzt ist es so, jetzt stehen wir da. Und jetzt hier beantworten. Gut, wir hätten noch 20 andere Karten rausfinden können, haben wir aber nicht. Das ist das Spiel. Ja, aber ich kann die Frage nicht beantworten. Wir haben wirklich 2 Anhaltspunkte zum Mörder, also ich kann dazu nicht sagen. Ah gut, also er ist impulsiv. Wer ist impulsiv? Ja, Richard, aber Richard. Wir haben halt noch gar nichts zu den anderen. Richard und Patricia ist auch impulsiv. Hey, aber können wir das Spiel jetzt nicht einfach ein bisschen ohne klicken? Können wir jetzt nicht einfach noch in den Raum gehen und in den Garten und danach einfach hier weitermachen? Ich meine, andererseits, wir wissen noch gar nicht, vielleicht ist sie jetzt noch gar nicht zu Ende. Es sind zwar Fragen jetzt, aber vielleicht... Also es gibt ja scheinbar noch ein Ereignis 9. Ja. Okay. Ja, Johnny wird wohl nicht der Mörder sein. Johnny ist tot. Ja. Ja und? Das kann ja der Mörder von damals gewesen sein. Und... Ja, er ist halt dein Bruder, ne? Dass du auch überhaupt nicht traurig bist, Felix. Dein Bruder liegt hier gerade mit der aufgeschnittenen Kehle vor dir. Da hast du natürlich recht. So, ziemlich unemotional. Vielleicht bist du der Mörder. Okay, also 1970 ist irgendwas mit Oliver und Patricia passiert und irgendwie haben sie irgendwie ihre Rollen gewechselt. I don't know. Welcher der 6 Verdächtigen passt am besten zum Profil des Mörders? Vermutlich schon Richard. Und es macht auch ein bisschen Sinn, weil Patricia ja seine Frau war und vielleicht ist Richard mit Anna, mit unserer Mutter, eigentlich irgendwie verwandelt. Und deswegen haben die das auch nicht gemerkt, dass deren Partner ausgetauscht waren. Weißt du, die haben sich beide einen Adligen geschnappt und haben den dann gegen Personen, die sie eigentlich kannten, ausgetauscht. Hm. Also, ja, das ist das Einzige, was in meinem Kopf irgendwie Sinn ergibt. Aber dann haben wir ja die Fragen so einigermaßen beantwortet. Bis auf Frage 2. Rückblende 13. Alles kommt zurück. Alle Erinnerungen, die ihr jahrelang verdrängt habt. Wollen wir jetzt echt schon die Lösung hören? Mann. Aber wie kommt denn jetzt auf Rückblende 13? Ja, weil das da steht, wenn man Fragen beantwortet hat, muss man Rückblende... Das aber wir müssen doch erstmal bereit drücken. Nein. Ja, lest, nehmt Ereignis 8, lest es laut vor, wenn wir es gemacht haben, bereit. Ja. Aha. Okay. Hallo, geschätzte Verwandte. Das sollte man erst machen, wenn man das gelesen hat. Klickt nun bereit und hört euch das Tonband an. Dass die Morde vor 15 Jahren so vonstatten gingen, wie es wartet. Richtig. Ich war es. Oh, ich will das irgendwie noch nicht hören. Können wir das nochmal stoppen? Nein, ich finde es nicht schlimm, dass wir irgendwas mal nicht lösen. Nicht gehabt, aber gerettet hat ihm das auch nicht. Lasst uns dieses Kapitel ein für alle mal schließen. Also wir können es nicht mal zurückmachen, ne? Wenn du weißt, wie ich bin und verstehst, warum ich es getan habe, dann ist das Bestrafung genug für dich. Und ich werde dich gehen lassen. Wir haben auch nicht mehr den Text gelesen. Dann werde ich dich töten. Du hast eine Minute Zeit, um meinen Namen auf ein Stück Papier zu schreiben. Da haben sie deine Antwort für dich. Kein Reden. Wenn du diesen einfachen Regeln nicht folgst, werde ich mich sofort um dich kümmern. Viel Glück. Noch 60 Sekunden. Alles klar. Okay, schreiben. Wir haben uns ja alle geeinigt. Ja, Freunde, ihr habt den Text gelesen. Der Mörder war kein Erwachsener. Ja, müsste einer von euch gewesen sein. Ja. Was, echt? Ich hab's nicht gelesen.
War mir nicht klar. Nee, das, weil wir das gerade übersprungen haben. Aber das steht ja in dem Text, den wir hätten lesen sollen. Ja, dann war es wahrscheinlich doch Johnny und er hat halt irgendwie jetzt den letzten unserer Ich glaube, ich habe nämlich, wie ich bin, einfach mal mitgemacht. Okay, das muss ja eh jeder für sich auch schreiben, wir dürfen nicht reden. Ja. Aber ich habe Häkchen gemacht über euch, Freunde. Ich habe nämlich ganz genau aufgepasst bei den Texten, wie das eure Charaktereigenschaften sind, wenn das irgendwie schon klar war. Alter! Okay, ich absolut nicht. 9. Ach, fuck! 6. Ich muss auch kurz, ich kann es nicht jetzt sofort. 2. 1. Hör mir genau zu und folge meinen Anweisungen. Nur dann hast du die Möglichkeit, diesen Abend zu überleben. Nimm das Stück Papier, auf das du den Namen geschrieben hast, und deine Augenbinde. Stelle dich mit dem Rücken zur Wand, aber nicht so nahe zu jemand anders. Du musst mich aber immer noch hören können. In der Turnhalle, oder wo spielt man das? Na, worauf wartest du? Mit dem Rücken zur Wand. Weiter auseinander. Walter! Walter, auseinander. Rücken zur Wand. Steht hier endlich an. Gut. Halte das Papier mit dem Namen vor dich und setze deine Augenbinde auf. Notiz vor dich, Augenbinde auf. Schneller. Hm? Und jetzt? Er wird schon mit dir reden. Wenn ich es mir genauer überlege, hätte ich euch gerne auf Knien. Ganz genau. Auf die Knie. Wie bitte? Hört mir genau zu, was ich euch jetzt sage. Warum es ist sehr auf? Wichtig. Wenn du spürst, dass ich dich berühre, stehst du auf und folgst mir. Ich führe dich durch die Dunkelheit. Wenn ich zweimal auf deine Schulter tippe, wartest du 3 Sekunden und setzt dann in einer raschen Bewegung deine Augenbinde ab. Du wirst das bekommen, was du verdienst. Also, wenn ich dich berühre, stehst du auf und kommst mit mir. Es war doch gerade ein Tiergeräusch. Wer ist denn ja, das? Ja, ja, ja. Das ist natürlich kein Spiel jetzt für online gerade, die Anleitung. Ganz einfach, oder? Ja, aber das Tier muss ich doch von Walter die Maus holen. Ich habe schon so lange auf diesen Moment gewartet. Was passiert denn jetzt? Hey du, beweg dich ja nicht. Oder wirst du wie Johnny enden? Seine lächerlichen Versuche, mehr über mich herauszufinden, waren erbärmlich. Ihr hättet sein überraschtes Gesicht sehen sollen, als er herausfand, dass ich es war. Josephine, wen hast du getippt? Haben wir unsere Augen wieder auf? Nein. Nee, das ist einfach nur Antworten. Okay, du bist tot, Josephine, sorry. Hä? Du bist gerade getötet worden. Okay, dann verstehe ich das Spiel nicht. Chrissy ist der Mörder. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd. Ich hätte dich halt erschrecken sollen dabei noch, aber... Seine Methode mit den Charaktereigenschaften. Ich sag mal so... Ja, das macht jetzt hier keinen Sinn an der Stelle. Ja, ich hätte halt alle einzeln aus dem Raum holen sollen. Hätte mir angucken sollen, wen ihr getippt hättet. Ja. Ich hab Felix getippt. Ja, sieht man aber nicht. Wohl doch nicht. Ja, es ist X. Ja.
Also, aber auch nur, weil du der Einzige warst, der es am Ende wusste. Also bei einigen Sachen... Der keinen Hinweis hatte und keine Erinnerung und dann darauf getippt hat, dass wir am ehesten nicht in diesen Raum kommen und da meine Erinnerung gefaked habe. Man weiß es nicht. Ja gut, es war halt jetzt auch dumm, dass, also wir hätten das halt auch alle machen müssen. Also wir haben ja am Anfang bei Chrissy, dass er halt technisch gut kann, dass er das jetzt auf dem iPad oder irgendwo vernünftig oder auf dem Computer eintragen kann, habe ich mir halt auch selber gar keine Notizen über Charaktereigenschaften gemacht, deswegen war ich ja einfach jetzt nicht in der Lage. Du hättest dir doch keine Charaktereigenschaften zu dir oder mir oder so gemacht, oder? Eigentlich nicht. Wusstest du, also dass nur du... nur bei Brigitte wusste ich, oder? Johnnys Fresse mit einem Stuhl zu polieren. War schwerer, als ich dachte. Also, was ein bisschen komisch ist, ich euch töte, erwartet nicht. Was ein bisschen komisch war, war, dass ich ja wusste, ich wusste von Anfang an, dass ich der Mörder bin. Und dann kam aber, dass ich bin halt bedacht gewesen. Und dann kam irgendwie, der Mörder muss impulsiv gewesen sein. Dann wurde ich halt skeptisch und dachte, vielleicht habt ihr alle, weil ihr nämlich alle ein bisschen zurückhaltend wart bei manchen Sachen, vielleicht habt ihr alle die Info, dass ihr der Mörder seid. Und am Ende kommt dann raus, es war wer anders. Achso, ich höre dich ja nicht, wenn ich den anderen rausfahre. Und deswegen habe ich mir dann, angefangen, einfach Notizen zu euch zu machen. Das Spiel ist vorbei. Okay, ich klick nochmal drauf. Gar nicht nach meinen Dings gehandelt. Jetzt warte ich auch nicht. Aber das ist doch voll, also weiß ich auch nicht. Also ich finde es irgendwie relativ frustrierend, weil ich habe das Gefühl, wir sind überhaupt nicht fertig geworden. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir super viel Sinnloses gemacht haben. Nee, finde ich auch nicht, aber du bist doch auch so eine detektivische Spürnase. Dich regt das doch auf, wenn du einige Sachen nicht findest. Also ich glaube, das ist einfach, muss man da mal so hinnehmen in dem Spiel, dass das einfach so konzipiert ist, dass man zum Schluss denkt, oh fuck, warum machen die denn jetzt ein Ende? Aber Christian hat recht, der Hinweis war, der Mörder muss impulsiv sein. Und die einzigen von euch, die impulsiv sind, ist auf jeden Fall nicht Felix. Also, da war das auch der Hinweis. Das war halt so komisch, dass ich dann angefangen habe, obwohl ich ja dachte, dass ich der Mörder bin, angefangen habe, über euch Notizen zu machen, wie ihr so seid. Aber das ist das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe, die Hinweise zum Mörder. Und das passt. Und es passt einfach dann auch nicht zur Rolle von Felix. Ich glaube aber, das war auch nicht der Mechanismus von diesem Spiel. Das hat ja nichts mit meiner Spürnase zu tun, dass ich frustriert bin, sondern das hat damit zu tun, dass irgendwie obviously hier irgendwie ein Fehler vorliegt. Nee, ich glaube, das ist wirklich der Hinweis vom Spiel. Wir werden jetzt irgendwas über unsere Eltern noch erfahren und irgendwer, der da auch besonders böse war. Aber trotzdem, dass Felix das begangen hat. Also ich glaube, das macht alles irgendwie gleich schon Sinn. In irgendeiner Form. Und ich glaube, wie bei verschiedenen Kriminalrollenspielen, wollte halt das Spiel uns hier austricksen. Und naja, anteilig hat es das ja auch geschafft. Also von daher, lasst uns erstmal hören, was vor 15 Jahren geschah. Und unabhängig davon sind hier natürlich noch 30 andere Beweise, die wir hätten kriegen können, haben wir aber nicht. Walter, drückst du? Ich musste erstmal das Zeichen da wegmachen. Ach so. Diese tragische Geschichte beginnt im Jahre 1970. 15 Jahre vor der grausamen Tat lebte die aristokratische Familie Crafton ein ruhiges, friedvolles Leben in ihrem herrlichen Anwesen. Die Familienmitglieder Harry, Oliver, Anna, Richard, Patricia, Iris und Felix, dem wenige Wochen alten Sohn von Iris und ihres kürzlich verstorbenen Ehemanns Dennis. Die wohlhabende Familie genoss über viele Jahrzehnte ihr Leben, bis sich eines Tages ungebetene Gäste Zugang zum Anwesen verschafften. Die 6 Eindringlinge, eine Gruppe von Gesetzlosen, die sich die Namenlosen nannten, waren drauf und dran, ihren wohl größten Coup durchzusetzen. Sie töteten alle Familienmitglieder der Familie Crafton, nahmen deren Identitäten an und wohnten fortan im Anwesen. What? Doch die Namenlose, die Identität von Iris annahm, brachte es nicht über ihr Herz, Felix zu töten und ihn mit ihrem Sohn Johnny zu ersetzen. Sie entschied sich, Felix zu adoptieren und ihn so groß zu ziehen, als wäre er Johnnys Bruder. Diese Entscheidung sollte sich später für die Namenlosen rächen.
Die Übernahme des Anwesens hatte sich für die Namenlosen einfacher herausgestellt, als sie erwarteten. Niemand bemerkte die Morde an den Craftons. Die Bande übernahm die neuen Identitäten mit Enthusiasmus, genoss ihr Anwesen und schleuderte das Geld der Familie mit beiden Händen aus dem Fenster. Nur zwei der Bandenmitglieder waren mit der neuen Lebensweise unglücklich. Die beiden Frauen, die nun Anna und Patricia verkörperten, waren vor dem Coup ein Paar. Sie mussten getrennt werden, um als Frauen von Oliver und Richard durchzugehen. Die Namenlosen gingen noch weiter. Sie entschieden sich als Craftons, Kinder in die Welt zu setzen und sie gemeinsam mit Johnny und Felix großzuziehen. Die Jahre vergingen, bis 15 Jahre später ein Journalist das Anwesen besuchte. Dieser wollte die Geschichte der Familie Crafton dokumentieren. Oliver, naiv wie er war, sah darin keine Gefahr und bot dem Journalisten eine Tour durch das Anwesen an. Alles lief problemlos, bis der Journalist begann, komplizierte Fragen zu stellen und den Keller sehen wollte. Richard verfiel in Panik und verwies ihn des Anwesens. Felix interessierte sich sehr für die Vorkommnisse und als sich die Namenlosen trafen, um einen Notfallplan auszuhacken, lauschte er am Fenster. Dort kauernd vernahm er, dass sie alle sehr nervös wegen irgendwelcher Beweise waren, die noch im Keller seien. Der von Natur aus neugierige Felix konnte sich nicht zurückhalten und schlich sich in den Keller, obwohl seine Mutter ihm das immer verboten hatte. Dort fand er ein altes Familienporträt mit Menschen, die seiner Familie ähnlich sahen, allerdings ganz andere Menschen waren. Daneben fand er eine Kiste mit der Aufschrift Lernmaterial, gefüllt mit Fotoalben der echten Familie Crafton. Auf manchen Bildern war auch er als kleines Baby zu sehen. Er brauchte etwas, um zu verstehen, was hier passiert war. Doch dann dämmerte es ihm. Seine echte Familie wurde ermordet und Kriminelle hatten ihre Identitäten angenommen. Er war der einzige Überlebende der wahren Familie Crafton. Felix entschied, sich an den Namenlosen zu rächen. Als sie begannen, die Beweisstücke aus dem Keller in den Geheimraum zu bringen, schnappte sich Felix einen Ordner mit belastenden Finanzpapieren und legte ihn in das Arbeitszimmer, wo die Polizei darauf stoßen würde. Kurze Zeit später betrat ein Polizist, der vom verängstigten Journalisten alarmiert wurde, das Anwesen. Oliver, der davon ausging, dass sämtliches belastende Material gut versteckt sei, gewährte dem Polizisten Zutritt zum Haus. Im Arbeitszimmer fand der Polizist den Ordner, den Felix dort platziert hatte. Doch bevor er den Inhalt inspizieren konnte, schritt Harry ein und verlangte vom Polizisten einen Durchsuchungsbefehl, welcher dieser nicht bei sich hatte. Daraufhin verließ er das Anwesen mit dem Versprechen, sofort wiederzukommen, sobald er den Bescheid hätte. Dann aber mit Verstärkung. Die Namenlosen setzten sich nun nochmal zusammen. Iris schlug vor, sämtliche Beweismittel zu zerstören, indem sie das Haus mit Hilfe des Benzins, das die Namenlosen im Keller lagerten, niederbrennen würden. Sie würden ihre Kinder nehmen, in ihre Autos steigen, so schnell wie möglich verschwinden und woanders ein neues Leben beginnen. Doch der Plan scheiterte, da die Benzinkanister aus dem Keller verschwunden waren. Felix' erste Idee, dass die Namenlosen von der Polizei geschnappt würden, ging schief, weswegen er auf Plan B umschwenkte. Nun wäre er derjenige, der sich um Gerechtigkeit kümmern würde. Er nämlich war es, der die Benzinkanister aus dem Keller geholt hatte. Zwei Benzinkanister deponierte er im Garten und zog von dort eine Spur Benzin zum Gartenhaus, wo er die restlichen Kanister mit einem Gurt befestigte. Kurz darauf fand Patricia die Kanister und befahl den anderen, sie gemeinsam mit ihr zu holen. Mit einer Ausrede bemühte sich Felix, seine falsche Mutter Iris vom Gartenhaus fernzuhalten. Dann zog er sich eine selbstgebastelte Maske über und schloss die Erwachsenen, die gerade mit den Kanistern im Gartenhaus beschäftigt waren, ein. Ein Feuerfunken genügte und schon stand die Hütte in Flammen. Iris kam panisch angerannt und erkannte nur ihren Ziehsohn, der gelassen beobachtete, wie seine falsche Familie bei lebendigem Leib verbrannte. Felix meinte nur zu seiner Adoptivmutter, er ließe sie am Leben, weil sie ihn auch verschont hatte. Er sagte ihr, sie solle fliehen und nie wieder zurückkehren. 15 Jahre später bekam Felix, genauso wie die anderen Crafton-Kinder, einen Brief von Johnny
und sah darin eine Möglichkeit. Die Möglichkeit, das zu beenden, was er begonnen hatte. Er kam früher als die anderen am Anwesen an, wo er Johnny überwältigte, ihn knebelte und schlussendlich im Keller versteckte. Danach wartete er auf seine falschen Cousinen und Cousins. Allerdings steckte Felix in einem Dilemma. Die Kinder selbst waren natürlich unschuldig am Mord der echten Familie Crafton, ihre leiblichen Eltern jedoch nicht. Als Nachkommen solch diabolischer Eltern könnten die Kinder trotzdem die Kaltblütigkeit in ihren Adern tragen. Noch schlimmer, sie lebten über Jahre unter dem Namen Crafton, welcher natürlich nur ihm, Felix, vorbehalten sein sollte. Schließlich entschied er sich, das Schicksal seiner falschen Cousinen und Cousins in ihre eigenen Hände zu legen. Würden sie die Wahrheit verstehen, dann würden sie herausfinden, dass sie die Kinder von Kriminellen waren und es nicht wert waren, den Namen Crafton zu tragen. Er würde sie zwingen, ihre Erbschaft abzulehnen und unterzutauchen. Doch wenn sie die Wahrheit ignorieren würden, dann hätten sie es nicht verdient zu leben. Und so begann das Spiel um Leben und Tod. Ich habe es übrigens falsch gespielt. An welcher Stelle? Wir hätten nur eine Aktion aufwenden müssen, wenn wir einen Ort noch nicht kennen. Das heißt, wir hätten halt am Ende locker noch 6-7 Aktionen übergehabt. Das heißt, wir hätten in den Raum noch gekonnt und okay. In das Gartenhaus. Okay, ja, das stimmt dann. Also so. Ich glaube, so vom Grundprinzip her, also falls man das nochmal mit irgendwem spielt, fände ich persönlich es schlauer, die Anleitung in Ruhe zu lesen. Weil ich fand, unsere Startphase war auch sehr hektisch, um die Anleitung zu Vielleicht war sie auch sehr spät. Ich zurück zur Website. Aber ich finde trotzdem... Ist mein Laptop hingeblieben. Das ist ja, so, naja. Mein Gott, also... Aber trotzdem, also ich finde die Art Spielprinzip, das hat sich Norris schon ganz gut überlegt, dass man das so machen könnte, aber es war auch ein super komplexes Ding. Also das merkt man bei ersten Spielen immer, dass da irgendwie jemand Ideen hat, die für mehrere Rollenspiele reichen, aber dann alle in eins kommen. Also, naja, kann man machen. Oder eure Wertung. Immer noch komisch, dass ich bedacht war, nicht impulsiv. Ja, ich glaube halt, wenn wir die anderen zwei Räume, also ich weiß ja nicht, was wir da noch gefunden hätten, aber ich habe halt das Gefühl, dass wir dann schon irgendwie auch einen Hinweis darauf bekommen hätten, dass es auch irgendwie, also ich habe das Gefühl, nur Felix konnte wissen, dass es einer von uns sein könnte. Und wir haben das halt rausgefunden, ja, genau. In den 60 Sekunden, wo wir Zeit hatten zu überlegen, wer es war. Und da dann noch irgendwie logisch irgendwas nachzudenken, fand ich, war nicht möglich. Das stimmt. Und ich finde halt, aber das ist ja von der Anleitung auch so vorgeschrieben, dass man irgendwie die Anleitung so im Spiel so komisch liest. Also ich finde, man hätte die ersten 4 Seiten Anleitung auch einfach einmal in Ruhe lesen können und sich mit den Regeln vertraut machen können. Dann wäre uns das vielleicht auch irgendwie eher nochmal bewusst geworden, dass man die Aktion nur bei einem neuen Raum hatte. Weil am Ende waren wir Musikzimmer, Salon, Eingangshalle, Bibliothek, Küche, Speise. 6 Züge, die wir eigentlich noch gehabt hätten. Hm. Ja, das stimmt. Dann wäre ich zumindest aufgefallen, dass ich keinen Hinweis gehabt hätte. Genau, und ich glaube, das hätte uns auch schon ziemlich geholfen. Ja, aber ich weiß nicht, ob ihr wirklich drauf gekommen wärt, weil ihr habt halt die ganze Zeit vorher auch ignoriert, das ist ja... Also, die Texte, die wir vorgelesen haben, wenn wir einen Raum betreten haben, ne, da stand ja so oft sowas wie Josephine, jetzt sei mal nicht so egoistisch oder Josephine ist oder ach, bin ich wieder naiv und so. Und das waren so ganz oft so diese Triggerwörter, wo du geguckt hättest, also da hätte einem schon theoretisch auffallen können, dass hier jeder von uns und natürlich auch, weil wir halt diese... Ich wollte gerade sagen, ich habe zwischendurch noch gedacht, wieso haben wir eigentlich Charakter beschreibt? Ja, genau. Also, das wurde halt nie gesagt, aber das, da hätte man theoretisch drauf kommen müssen, ne? Ich konnte es euch ja nicht sagen, weil ich wusste ja, dass es damit zusammenhängt. Das war, glaube ich, von den Machern so gewollt, dass man das nicht, dass man das halt einfach entweder selber rausfindet. Also ich bin auf jeden Fall mit dem Satz berechnen, schlägt sie im richtigen Moment zu, wie du nicht auf Wut gekommen.
Ja, ich hätte halt auf diese selbst, rechte Seite geguckt, weil ich dachte... Wie gesagt, selbst wenn euch das ja gelungen wäre, wärt ihr nicht auf mich gekommen, weil ich ja... Ja, das stimmt schon. Ja, aber in der Anleitung steht halt, am Ende des Spiels werdet ihr das von euch angelegte Profil des Täters verwenden, um herauszufinden, wer die Familie Crafton bla bla sammelt, alle Indizien und findet mehr über die Charaktereigenschaften des Mörders heraus. Und dann kriegst du halt 6 Profile zum Ausfüllen. Ja, genau. So, sorry, aber das ist für mich... Also da steht für mich in der Anleitung, hier hast du 6 Profile, wie bei Cluedo, ja, wo du deine Karten abkreuzt und einer von denen ist es. Und wenn du absolut keinen Anhaltspunkt über dich selber hast, dass du es sein könntest, ist das kein Rückschluss, den du zu irgendeinem Zeitpunkt ziehst. Du denkst halt, deine Charaktereigenschaften sind fürs Rollenspiel da. Ja. Hast du dich da lang orientiert? Ich habe mich da auf jeden Fall, ich habe doch die ganze Zeit immer gesagt, lasst uns doch mal ein bisschen ruhig bleiben, Leute, einen Plan machen. Okay. Und ich war immer optimistisch, dass wir das schaffen und den Mörder finden. Und habe auch häufiger mal sowas gesagt, wie ich finde das hier alles so schön, wie es traditionell eingerichtet ist und so. Naja, aber trotzdem finde ich, war es ein neues Spielprinzip und wir haben jetzt ein bisschen versagt, was aber doch nicht schlimm ist, das ist immer schön zu versagen, Fenja. Nee, wir haben ja in dem Sinne nicht versagt, wir haben einfach die Anleitung falsch gelesen. Naja, ist ja auch ein Punkt vom Versagen, ne? Aber es ist halt so. aber ich fand's gut. Erstes Spiel von Norris, gibt noch kein zweites, was in dieser Art aufgebaut ist. Da wissen wir jetzt, wie der Hase läuft, wenn wir das nächste Mal vielleicht in irgendeine Bucht geschmissen werden, auf den Mond geschossen werden oder was die auch immer mit uns vorhaben. Also, interessant. Aber, also, nochmal kurz, aber würde ich mit euch, glaubt ihr, das wäre besser gewesen, hätten wir wären wir jetzt live in einem Raum zusammen gewesen bei den Anweisungen, wäre einiges natürlich zum Schluss auch gerade mit Erschrecken und Schreien, wobei, ich weiß es nicht, wäre das sinnvoller gewesen, spannender gewesen? Ich glaube auch, bei mir zum Beispiel stand auch, dass ich Brigitte in den Nacken kneife. Wie soll ich das machen? Der hat gruseliger gewesen. Ja, gruseliger, genau. Also das Ende war jetzt halt dann... Mehr in die Situation versetzt. Das Ende wäre sonst ganz witzig gewesen, ne? Jeder hat die Augen zu, einer von denen bewegt sich halt und ist der Mörder. Ja. Und dann tippt er dir auf die Schulter und du musst halt mitgehen. Aber generell, wenn wir an einem Tisch sitzen und einer steht auf, also dann kriegt man doch ziemlich genau mit, wer das jetzt ist. Schon. Ach ja, wir stehen ja alle an der Wand. Stimmt. Ja. Also ich fand's witzig auf jeden Fall. Aber ja, das Spielprinzip fand ich auch cool. Also ich hätte halt gerne, aber da haben wir ja dann als Gruppe entschieden, dass wir das nicht machen. Ich hätte da halt gerne mir nicht die Lösung angehört, sondern hätte einfach noch 5 Aktionen oder so noch weitergespielt, weil ich fand halt, wir waren nicht in der Lage, irgendeine Lösung zu liefern. Das ist richtig. Und deswegen fand ich jetzt, also ich persönlich fand es einfach dann schade, dass wir dann nicht, weil jetzt haben wir es uns halt kaputt gemacht, uns das nochmal anzugucken. Also unabhängig davon, wir hätten uns ja auch sagen können, okay, normalerweise müssten wir jetzt hier einen Mörder finden, können wir nicht, okay, haben wir verloren, aber ich hätte dann gerne einfach... Ja, aber das wollte ich zumindest, das hätte ich nicht mitgemacht, ne? Da hätte ich halt keinen Bock drauf gehabt. Also deswegen habe ich ja auch dann gesagt, lass einfach weitermachen. Okay. Weil dann, dann hättet ihr halt, irgendwann hättet ihr herausgefunden, dass ich es bin, ne? Ja, das will man ja nun auch nicht. Mein Ziel war es ja, dass ihr es nicht rausfindet. Ja, aber theoretisch hätten wir 6 Züge locker noch mehr gehabt. Ja gut, das wusste ja zu dem Zeitpunkt keiner. Das stimmt. Okay, aber das war das Let's Play von dem neuen Norris-Spiel. Das Thriller-Spiel. Das sind übrigens, aber Norris, ich habe die ja vorhin schlecht gemacht. Das sind auch die diesen coolen Decoder haben bei den Escape Rooms, wo man die Schlüssel so reinsteckt. Ne? Also da hat Norris auch schon im letzten Jahr aufgebaut. Ansonsten sehr viele Kinderspiele. Aber jetzt mal was Neues. Kann man sich jetzt im Jugenddienst ausleihen. Wird dann morgen im Büro zu finden sein und nicht mehr bei mir zu Hause. Schwupp. Okay, also wir sagen einfach mal dem Stream Tschüssikowski, morgen The Crew und wir spielen bis zum bitteren Ende durch, das ist nicht mehr weit. Tschüssi. Achso, ich bin ja